Dann wollen wir. Lasst uns mal reingucken. Ich drücke mal auf neues Spiel. Willkommen in der Welt von Deadcraft. In the year 20XX, a hail of meteors bombarded Earth. Flames and dust choked the planet, blocking out the sun and killing nearly all vegetation, reducing the world to a harsh, barren wasteland. But that was not the only disaster that awaited humanity. Taiji leicht. Hidden within the fallen meteors was a mysterious virus, which infected the dead and resurrected them as zombies, mindless creatures who would then turn and attack the living. Any who fell to them would become zombies themselves. And it wasn't long before the Ziv pandemic had spread across the globe. Hallöchen, Lucius. Decades passed. Humanity was on its last legs, with the new law of the land being survival at all cost. The planet had precious few resources left to sustain life, but humans remained, were at constant odds in a selfish bid to stay alive, leaving the weak to be crushed underfoot. Hi, Dr. Bob. Hi, Herr Keksdieb. Hi, Delphine. Hallo. Und viel Spaß, Stammzellenforscherin. Noch nicht, Onkel. Hallo, Juan Cuba Libre. Ebenso. Don't let him get away! Au. Hi, Fox Benji. Eskalierung. Der Start aus Elix 2. Hey, Terminus. Und Grim Reaper, was der Grübel sagt. Fuck you, Nebron. You won't get away with this. Hallo, Elite-Noob. Flüstert nicht besser macht. Was? Was? Yay, guck mal, ich hab einen Hype-Train-Emote gekriegt. Guck da. Guck. Weil das Rage-Emote. No matter what it takes, you're gonna pay. Alles klar. Nebron, wir mögen also Nebron nicht. Nebron wird dafür bezahlen. Bitte kommen. Aber habe alle meine Waffen verloren. Hätte nie gedacht, dass ich so vermöbelt werde. Ich werde mir besser neue Waffen und Vorräte besorgen, ehe ich es nochmal versuche. Sieht verlassen aus. Als Platz zum Ausruhen wäre das nicht schlecht. Dass es unter all dem Müll auch was Nützliches gibt. Willkommen in der Welt von Deadcraft. In der Demo kannst du bis zur ersten Hälfte von Kapitel 1 spielen. Im Lagerschuppen liegen einige nützliche Handwerksobjekte, die du verwenden kannst. Yay! Here we are. Und wir nehmen... eine Axt.
Und wir nehmen... Ich weiß nicht, was das war. Verdammt, ich verhungere. Muss was essen. Vielleicht reicht ja diese tote Ratte. Mmh. Der Ratte. Hey, James. So bekommst du Emotes. Das ist gar nicht zum Hype-Train etwas beigesteuert. Shibu. In der Not schmeckt wohl jedes Brot. Ja, höchstwahrscheinlich ist das verdorbene Rattenfleisch gleich. Jetzt gucken wir uns erstmal. Aktion kann nicht ausgeführt werden. Natürlich nicht. Speichern. Aktion kann ich. Ist gut. Ich öffne ja mein Inventar. Was haben wir denn hier? Himmelssegen. Wir sehen echt nicht sonderlich fit aus, wenn ich das mal so sagen darf. Also so die linke Körperhälfte ist irgendwie ein bisschen... Ich weiß nicht. Sagen wir eigen. Okay, Himmelssegen. Eine mysteriöse Droge, die auf der Arche die Runde macht, bringt jemanden, der dem Tode nahe ist, in kürzester Zeit auf die Beine. Nebenwirkung? Nichts Schlimmes. Ah. Gehoben hätte er auch keinen Hunger bekommen. Höchstwahrscheinlich Cybermatze. Aber was nicht aufheben, also jetzt mal, also. Als wäre er halb Zombie, halb Mensch. Ich glaube, das ist er auch. Da steht er auch als halb Zombie im Text. Out wird überbewertet. Hey, Carrie. Schlamm. Wasser, aber zu einem hohen Preis. Dein Inneres wird sich den Weg nach außen suchen wollen. Gemüse, das damit gegossen wird, wächst langsamer. Aquacola, lebensspendendes Wasser, das von allen Verunreinigungen befreit wurde, wird für alles verwendet, vom Kochen bis zur Herstellung. Auch wachsendes Gemüse liebt es. Morsches Holz, äußerst sprödes Holz, trotzdem eine wertvolle Ressource in der Apokalypse. Eine Axt. Eine abgenutzte Axt aus einem verlassenen Haus. Die Klinge ist brüchig und verrostet, aber immer noch stark genug, um Zombies zu zerhacken und Ressourcen zu sammeln. Sehr gut. Und natürlich verdorbenes Rattenfleisch. Rattenfleisch, das bessere Tage gesehen hat. Nicht komplett ungenießbar, schmeckt aber einfach nicht. Liegt bei dir, ob du das deinem Magen antust. Ja, das sollen wir ja offensichtlich, also rein damit. Mmh. Mist, war verdorben. Hätte sie braten sollen. Helle. Okay, pass auf dich auf. Diese Leisten stellen deine Kondition dar. Wenn eine dieser Leisten auf Null fällt, brichst du zusammen. Behalte deine Leiste im Auge. Wenn sich deine Essensleiste leert, kannst du dich immer schlechter bewegen. Je leerer deine Wasserleiste ist, desto schlechter wird deine Sicht. Wenn deine Energie auf Null fällt, verlierst du nach und nach Lebenspunkte. Deine Essens- und Wasserleiste leeren sich mit der Zeit, während deine Energie durch Aktionen verbraucht wird. Wenn eine der Leisten auf Null fällt, kannst du sterben. Tja, ne? Ja, man sollte eben immer auf seine Leiste aufpassen, ne? Genau, Onkel, so ein Leistenbruch. Schwierig. Eben auch Ella Silent. Okay, gesunde Gewohnheiten sind wichtig. Essen füllt die Essensleiste, trinken die Wasserleiste und ausruhen im Bett die Energie. Je höher deine Essens- und Wasserleisten beim Ausruhen sind, desto mehr erholst du dich. Zumindest habe ich jetzt eine Art Waffe. Ich sollte mir die Gegend genauer anschauen. Ach, woher sollte ich das alles besser aufschreiben? Überprüfe das Notizbuch. Speichern. Klack. Jo. Bitte nicht ausschalten. Okay, geh nach draußen. Ans Bücherregal darf ich immer noch... Oh doch, darf ich Überlebenstipps, Notizen des Fremden. Welt. Was? Apokalypse. Bezieht sich auf die Katastrophe vor 50 Jahren, als zahllose Meteoriten auf die Erde niedergingen. Länder der Welt versuchten vereint, die Katastrophe abzuwenden. Sie setzten ihr gesamtes Raketenarsenal ein, aber es reichte nicht aus, um den unerbittlichen Meteoritenhagel zu stoppen. Zahlreiche Einschläge verwandelten den Großteil der Planetenoberfläche in eine unbewohnbare Trümmerwüste und töteten die Hälfte der Menschen. Wäre das noch nicht genug, brachten die Meteoriten auch ein bisher unbekanntes Virus auf die Erde. Dieser über die Luft übertragene Erreger erweckte Tote als Zombies wieder zum Leben. Diese Monster jagten alle Lebenden und fraßen sie, bis die lebenden Toten den Planeten beherrschten. Ratte. Mmh. Geil. Einige Tiere gedeihen sogar während des Weltuntergangs prächtig. Ohne Menschen oder Katzen, die sie nach dem Ausbruch in Schach hielten, vermehrten sich die Ratten exponentiell.
Das endlose Nahrungsangebot an Tier- und Menschenkadavern sorgte dafür, dass sie immer größer wurden. Heute hält man Ratten als Nutztiere und Nahrungsquelle in der Arche und dem Armenviertel. Hey, Dudbuhmann. Raketen gegen Meteoriten ist ja auch eine ganz dumme Idee. Naja, nun. Hey, Efte. Hey, Jambo. So. Spar mir vielleicht den Rest, oder? Lesen uns das. Ja, wobei, es geht eigentlich. So viel ist es nicht. Komm, den Zombie können wir uns jetzt auch noch durchlesen. Sämtliche Wesen, die durch den Virus aus den Apokalypse-Meteoriten wieder zum Leben erweckt wurden. Sie haben einen unstillbaren Hunger, verschlingen alle Lebewesen, derer sie habhaft werden können. Ihre Körper verrotten immer weiter. Dieser Prozess wird nur dann vorübergehend unterbrochen, wenn sie genügend Fleisch verzehrt haben. Das Virus verfärbt ihre Haut blau-grün und die verrottenden Körper hindern sie am Rennen. Man findet sie in größeren Horden außerhalb der Arche und des Armenviertels, wo sie ziellos umherwandern. Schön. Das ist doch schön. Nicht? Herrlich. So, kann ich denn? Ich muss doch mit Sicherheit diese Waffe irgendwie... Genau. Ausrüsten auf Platz 1. Geil. Super. RT. Aha. Gut. Verstanden. Hallöchen. Eutrix. Eutrix, hallöchen. Schönen guten Abend. Hallo, Purzel. Mist. Sturz war tiefer als erwartet. Muss wieder nach oben kommen. Nur dann. Oh, jetzt darf ich auch die Kamera drehen, sozusagen. Aha. Nehmen. Filter. Oh, bearbeiten. Oh. Finde einen Weg nach oben. Nehmen. Aha. Was mache ich hiermit? Filter. Objekt herstellen, neu positionieren. Ah, Schlamm und Holzkohle. Wir brauchen noch Holzkohle. Hi, Trick. Alles klar. Hi, Flensi. Ich weiß nicht, ob wir die Welt retten sollen. Ich glaube, das ist nicht unser Ziel. Sieht so aus, als käme ich hier hoch. Irgendein Müll blockiert den Weg. Mal sehen, ob die Axt damit fertig wird. Ausrüsten. Ausgerüstet habe ich schon. Insgesamt 2 Plätze. Waffenwerkzeuge, die bereits auf dem Platz ausgerüstet sind, werden mit den neu zugewiesenen ausgetauscht. Wähle zuerst das Objekt aus deinem Inventar aus, das du ausrüsten willst. Es gibt nur einen Objektplatz. Sobald ein Objekt ausgerüstet ist, nutze es mit X. Waffen werden in 2 Schritten ausgerüstet, Objekte in einem. Schritte ändern sich, je nachdem, ob eine Waffe oder ein Objekt... Okay, whatever. So. Ich bin so ein Held. Bestimmt. Oder so. Werkbank. Kann ich nicht. Könnte aber fürs Herstellen nützlich sein. Das denke ich allerdings auch. Und ansonsten haben wir hier ein Lager. Lager überprüfen. Haben aber viel im Lager. Kann ich denn direkt Sachen anbauen? Vermutlich noch nicht, ne? Und ja, das hier ist verzögert. Das liegt daran, dass der das Icon laden will. Da unten, ne? Sobald der das geladen hat, ja, dann geht's. Also dann kannst du weiter. Ja, okay, das verstehe ich. Da muss man noch ein bisschen was dran machen. Hallöchen Heiner. Hallo Interminius. Nee, Interminius hatte ich doch schon. Ich bin irritiert. Mit dem Steuerkreuz geht es schneller. Ja, da überspringt er das Laden, witzigerweise, ne? Nee, Moment, das hier geht auch. Komisch. Ihr habt das Gefühl, sobald man das benutzt hat, geht's. Was mit deiner Urlaubraube? Was ist denn damit? Ist irgendwas? Blut? Nö. Was soll denn sein? Alles gut? Da so dran rumgezubbelt? Ja, das mache ich manchmal. Manchmal, wenn ich hier so einen kleinen Hautfetzen oder so merke, dann zuppel ich da dran rum.
Mach mich doch nicht fertig. Ist gleich Panik hier. So, warte, was ist das? Eisenerz. Na gut, wir schauen hier erstmal, was das Spiel von uns jetzt will. Ich glaube, das hier sollte ich... Oh. Aber ich kann das schon machen, wenn ich will. Ja, aber wir machen das erstmal noch nicht. Ich mach mal hier... Ich soll ja, glaube ich, da raus, oder? Ich habe hier eine Karte. Finde den Weg, um vom verlassenen Haus nach oben zu gelangen. Alles klar. Ach, Chat. Dead. Okay, I guess. Muss zurück in die Stadt. Nee, Bronn wird für seine Taten bezahlen, das schwöre ich. Den Haupteingang reinzugehen, fällt flach. Ich sollte besser einen unauffälligeren Zugang finden. Naja, Ausrüstung wäre auch nicht verkehrt. Ich glaube, in der Gegend gab es doch ein Armenviertel. Da kann ich anfangen. Bestimmt. Hallo. Kommst du zurück? Mist. Hey! Geil. Rum. Ist hier sonst noch was? Da steht einer rum. Aber ich glaube, sonst ist hier nichts. Step away. Tag. Oh. Psst, sprich leise. Zombies in der Nähe. Wo du losziehst, solltest du dich gut vorbereiten. Wenn du kein Silver. Silver? Butter werden willst? Wenn du einmal nicht aufpasst, sind sie hinter dir. Aha. Alles klar. Geil. Läuft. Tag. Hey, willst du ins Armviertel? Musst da runter. Nicht zu verfehlen. Pass nur auf, dass du nicht zum Zombie wirst, bevor du ankommst. Da läuft verdorbenes Rattenfleisch. Geil. Das. Morsches Holz. Eine. Oh, was passiert? Habe ich hier noch nie gesehen. Wenn du kein Silver werden willst, gib uns lieber dein ganzes Zeug. Das ist nichts wert. Oder sammelt den Müll ein. Tragt ihr deshalb diese bescheuerten Dinger auf euren Köpfen? Halt's Maul! Leg dich mit den Gackerern an und wir polieren die Visage. Die Gackerer? Dein Zeug oder dein Leben. Entscheide dich. Ist mir egal. Dann töte ich euch halt. Das ist eine große Klappe. Hol später nicht rum, dass wir dich verschonen sollen. Na toll. Ist ja super. Drücke RT, mehrere Angriffe hintereinander auszuführen, damit deine Angriffe genauer treffen. Drücke RB, um einen Gegner anzuvisieren. Drücke B, um zu rollen, gegnerischen Angriffen auszuweichen. In dieser Zombie-Welt da draußen überlebt man nur, wenn man kämpfen kann. Das ist ja super. Hallo, dürfte ich bitte? Danke. Notiz an mich selbst. Gackerer sind absolut nervtötend. Gut. Das ging ja schnell vorbei. Also nur für... Also man kann ja mal... Bring it. We're done here. Let's go. Ja. Na dann. Das ist, jetzt blöd für die, nicht? Oh. So, guten Tag.
hasse es, in Angst vor diesen blöden Zombies zu leben. Ich schwöre, eines Tages komme ich auf die andere Seite dieser Mauern. No mercy. Take this. What's the matter? Sie hatte eh Angst. Die arme Frau. Chat. Wie, warum? Die haben Loot. Und ich spiele nur eine Demo, da geht's. Wenn wir das finale Spiel spielen, würde ich das nie machen. Aber solange wir nur die Demo spielen. Weißt du? Kommst du her, du. Sicher Raupe. Ja. So. Raupe Aggression abregieren. Ich habe Angst. Im letzten Teil, um es mal beim Namen zu nennen. Was? Was für ein letzter Teil? Golo! Golo, vielen, vielen lieben Dank für den Resub. Dankeschön für 23 Monate im Kokon. Danke für den anhaltenden Support. Du bekommst 40 cm mehr Platz für eine kleine, aber feine Computerecke. Dankeschön. Ganz klar zu viel Dismantle gespielt, ohne Frage. Ich habe tatsächlich heute mal wieder Dismantle gespielt. Ja. Ich habe heute privat ein bisschen gedismantelt. Habe ich gemacht. Nice. War gestern so schlimm mit Basti? Nö, ging ja eigentlich. War wie immer. Ja. Wie immer halt. So. Die Themen waren gestern schlimm. Wieso? Fand ich jetzt nicht. War doch spannend so. Zu hungrig zum Bewegen. Was? Hier, gönn dir. Geiles, verdorbenes Rattenfleisch. Wir können natürlich auch das essen, was nicht verdorben ist. Gleich. So. Okay. Vielleicht sollte ich auch gleich noch was trinken. Da, erstmal so ein Kanister hinterspülen. Läuft. Immer noch? Bist du noch nicht durch? Ja, nee, ich habe ja jetzt, also seit dem letzten Stream habe ich es ja nicht angemacht, sozusagen. Ne? Und jetzt, heute hatte ich mal wieder Zeit, ein bisschen. Ja, tatsächlich. Und da dachte ich mir, ach komm, hier machst du mal ein bisschen. Guckst du nebenbei, guckst du Horde 3 und machst dir hier. Knüppelst entspannt in Dismantle auf Sachen rum. Ja. So, warte, Karte. Wo sind wir denn? Hier, wir können jetzt mal hier noch darüber gehen. Und dann ist aber auch meine Energie irgendwann mal erschöpft, ne? Also ich. Bin ich gerade so ein bisschen schwierig. Ich meine, klar, wir können dann einfach gleich nochmal zurückgehen und uns nochmal hinlegen, vermutlich. So. Sollten wir dann eventuell auch tun. Hier scheint nichts zu sein, was ich irgendwie abbauen kann. Ja, meine Energie geht gerade straight runter. Jetzt sollten wir vermutlich mal eben schnell zurück. Warte, ist das hier richtig lang? Nee. Da und dann links. Cyberpunk reingeguckt. Sie haben die ultimativ nützlichste Funktion eingebaut. Man kann mehrere gleiche Items auf einmal herstellen. War so nervig zum Release. Ja, das stimmt. Ja. Da hast du recht. So, gehen wir nochmal kurz nach Hause.
Warten wir noch auf die Erweiterung. Ja, ne, da sollte doch eigentlich irgendwas kommen, dachte ich. So, Holzkohle haben wir nicht. Jetzt ist natürlich auch die entscheidende Frage, wie kommt man denn an Holzkohle? Ich habe Schlamm ohne Ende. Aber eben eine Holzkohle. Wir legen uns mal eine Runde schlafen. Was soll ich tun? Bis zum Morgen schlafen. Jo. Mach. Hoppala. Guten Morgen. Much better. Was? Much better? Willst du mich veralbern? Meine Energieanzeige ist gefühlt null voll. Ich hätte vorher essen und trinken müssen, ne? Kann das sein? Das ist ja furchtbar. Soll das so? Bergmann kann ich nicht nutzen, was ein bisschen schade ist. Trink mal was. Aber das wird dann halt auch. Irgendwann wird das zu einem... Also ich meine, ich muss ja irgendwann mal Trinken herstellen können, sonst habe ich ein Problem. Ja, ich weiß, das Tutorial hat mir gesagt, wie es funktioniert. Je höher Essen und Wasser und so, also es ist, desto mehr ruhe ich mich aus. Hey, Mari. Oh, es ist halt trotzdem. Also ich. Das Ding ist halt. Das kann ich nicht benutzen. Ja, ich habe Schlamm, aber keine Holzkohle. Schwierig. Naja, schauen wir mal. Wir suchen erstmal nach dem Eingang zum. Armviertel jetzt und lassen mal die Ratten beiseite. Hier liegt ja sofort wieder neues Zeug rum. Lol. Ja, ich darf jetzt hier halt nicht so viel einsammeln. Ich muss mich ein bisschen zusammenreißen, weil das kostet halt alles Energie. Jeder Handgriff, den ich hier mache. Schwierig. Schönen guten Abend, Dinkelkeks. Mahlzeit. Die Herrschaften. Hey, you! You ain't getting through. Go back the way you came. Huh, real welcoming, I see. Come on. I'm just a down on his luck wanderer looking for a meal. Sure you can't let me in? I don't really give a damn who you are. No outsiders allowed. Scram! Yo! What's going on over here? Mr. Fragezeichen. Ach. Who are you? Selber. Oh, a fresh face, huh? Trying to get into town? I'm sorry to say that it's not going to be as easy as... You don't mind, do you? And, oh well, sure, let's open the gates for you. Come right in. I wasn't planning on staying long. Got some important business to take care of in the city. I'm gone as soon as it's done. But I'll need access to the slums until then. Is that so? Well, I'm sure you've got your reasons, but I'm afraid we can't just be letting people in willy-nilly with the world being the way it is. Not even for a zombie hunter? I'll be sure to earn my keep, if you let me in. Zombie hunter, huh? That changes things. Well, let's see. How about doing a little favor for me? Hey, Cobridge. We've got someone who left to run an errand outside town and still hasn't returned. Think you could find him and give him a helping hand back home? Not call him Zombie Gramps. He's a researcher. He's a little quirky, so you can't miss him. Hey, Skleen. Prove yourself a capable zombie hunter and this town will likely welcome you with open arms, if that's what you want. Go through with it or not, your choice. Yeah, yeah. Oh, Entschuldigung. Ah, glad to hear it. Name's Vernon. I guess you could say folks like to me for things around here. What's your name, amigo? Call me Reed, and I'm only here because of a job. All right, counting on you, Reed. Oh, I heard you say you were hungry. Here, on the house. Ich brauche Wasser vor allem. Geil. Oh, angebrannte Ratte. Geil. Wer ist dieser Kerl? Interessiert uns das wirklich?
Angebrannte Ratte. Toll. Stark angebrannt, vielleicht besser so. Das heißt, die schlechten Ratten sozusagen brutzelt man an, damit die keine HP kosten sozusagen. Ja, und die anderen lässt du halt im Zweifel einfach roh, weil das bringt halt genauso viel. Angebrannte Ratte, dazu Kartoffelsalat. Muss ich mich jetzt wirklich noch mit ihm unterhalten? Ist das nur... Nö, oder? Das ist ja nicht notwendig. Sehe ich nicht. Komme ich nicht durch. Nerv. Wie bei Oma. Hallo. Hi. Na? Hungrig? Müde? Let's go. What's the matter? Take this. Okay. Gut. Die drei von der Tankstelle. Großherziger Max. Hey, ist das deine erste Apokalypse? Zu Max, und du könntest wohl etwas Hilfe gebrauchen. Gib dir ein paar Tipps, wie du hier überlebst. Zuerst solltest du dir die grüne Leiste oben links auf deinem Bildschirm anschauen. Das ist deine Energieleiste. Die solltest du immer genau im Auge behalten, weil sie bestimmt, was du tun kannst. Jede Aktion kostet dich nämlich etwas Energie. Sag bloß. Hey, Jeffrey. Glaub mir, du willst nicht, dass die Leiste leer wird. Du kannst dann zwar noch rennen und kämpfen und so, aber das kostet dich dann Lebenspunkte. Wenn du alle LP verlierst, gesorbst, du stirbst, Spiel vorbei. Achte also unterwegs immer genau auf deine Energie. Deine Energie füllt sich auf, wenn du in deiner Basis in einem Bett schläfst. Manche Objekte stellen auch Energie wieder her, aber schlaf dich lieber aus, um Energie zu haben. Oh, deine Warnung. Achte darauf, wie viel Hunger und Durst du hast, bevor du dich ins Bett legst. Im Schlaf erholen sich deine LP und Energie, aber wie stark die Erholung ist, hängt davon ab, wie voll deine Essens- und Wasserleiste sind. Hungrig und durstig kann man schließlich nicht richtig schlafen. Das ist erstmal alles. Viel Spaß mit der Apokalypse. So. Ach, es ist schön. Nobody saw, hallöchen. Vielen lieben Dank für den Resub. Danke für 27 Monate im Kokon. Baumeister Manni kommt bei dir vorbei und nimm Maße für ein Fenster. Dankeschön. Gut, alles klar, haben wir verstanden. Der ist auch direkt wieder weg. Das ist top. Hi. Du bist der Zombie-Opa, ne? Hat der da einen Arm in der Kapsel, die er auf dem Rücken trägt? You there. You're the one they call Zombie Gramps. Who the hell are you supposed to be, boyo? Can't you see I'm busy gathering silver meat for my research? Shoo! I just came from the slums. Vernon sent me to find you. You do know this place is crawling with zombies, right? We need to leave. Hey, you think I don't already know that? I'm simply occupying myself while waiting for my chance to escape. Wait, did you just say Vernon? He asked me to bring you back. Why must he keep poking his nose into my business? Yeah, but since you're already here, I suppose I'll let you give me a hand. Ich geb dir nicht meine Hand. What now? Auf unserem Weg zurück wimmelt es nur so von Zombies. Sorge besser dafür, dass sie mir nicht zu nahe kommen. Bereit? Nee, jetzt wart's mal ab. Wenn du nicht ausgekäst hast, lass es mich wissen. Die Übersetzung ist halt... Die Übersetzung ist richtig gut. Also, ne? Oder? Find es nur ich. Liegt's an mir? Ruhe. Wir gönnen uns hier mal noch eben. Sehr gut. Ja, Escort-Mission. Jeder liebt Escort-Mission. So, gehen wir. Allihop.
Was? Erst seit heute. Was? Was? Warte mal, dieser Arm. Was? Der latscht schon los? Während da noch ein Gespräch läuft? Ist das dein Ernst? Geh los, du beschützt mich besser, Junge. Ist das dein Ernst? Silberfleisch ohne Ende, mein Hauptgewinn. Ich wusste es. Der rote Arm und dein Gesicht. Du wurdest so geboren, richtig? Ah, ist schon so, seit ich denken kann, aber... Halleluja, ich hätte mir nicht träumen lassen wollen, einen Halben zu sehen. Ein Halber? Ein Halbzombie? Details sparen wir uns auf, bis wir wieder im Armenviertel sind. Aber kurz gesagt, die haben von Geburt an menschliche und Zombie-DNA in ihrem Körper. Ihre Körper wurden auf molekularer Ebene verändert und sie können Dinge tun, von denen Menschen und Zombies nur träumen können. Da kommt noch mehr. Beschütz mich. Ja, das Blöde ist halt, meine Energie ist halt alle, ne? Das tut mir halt jetzt weh. Außer ich kann noch irgendwo, aber ich glaube, ich kann nicht. Zombie-Oberkörper. Herz, Fleisch. Knochen. Ja, Energie ist halt auch gebraucht. Tja. Warum? Shit. Au. Au. Oh, da ist ja noch einer. Schmerz? Kann es nicht fassen. Richtiger Halbzombie. Wenn du wirklich ein Halbzombie bist, dann kannst du doch sicher deinen linken Arm transformieren. Keine Ahnung, ob ich das kann. Ich nutze ihn seit meiner Kindheit als eine notdürftige Waffe. Ich wusste es. Die Körperteile, die in der Schwangerschaft der größten Virenkonzentration ausgesetzt waren, haben ihre Farbe geändert. In deinem Fall dein linker Arm. Ob das Karma wegen den Unschuldigen ist, vermutlich. Anni, vielen lieben Dank für die Bits. Danke schön. Danke. Benutze ihn nur selten. Wenn ich ihn zu oft nutze, kann ich mich danach nicht bewegen. Ich würde sagen, das liegt daran, dass du zu viel... Dass du zu viel deiner Zombie-Kraft verbraucht hast. Das schwächt deinen Körper. Da kommt noch wer. Warum probierst du nicht mal deinen Arm aus? Drücke LB, um den Untoten-Schild zur Abwehr feindlicher Angriffe zu verwenden. Drücke LB und A, um mit Käferstampfer großen Schaden anzurichten. Aha. LB und A. Oh Gott, das ist aber eklig. Darf ich das eklig finden? Jetzt muss ich erstmal ganz kurz was nehmen zum Leben wiederherstellen. Ja, bitte. Nochmal. Danke. Besser. Schauen wir mal, ob wir hier noch durchkommen. So, warte. L, B und A. Ja, läuft, nicht? Ja, na dann. Courage, auch an dich vielen lieben Dank für die Bits. Ausgezeichnet, du bist zweifelsohne ein Halbzombie, Junge. Ich habe immer gesagt, dass es sie gibt. Und nun stehst du vor mir. Jetzt, hast du dir das gerade nur ausgedacht? Ich habe mir das nicht nur ausgedacht. Meine Forschung legt bereits die Vermutung nahe, dass sie existieren müssen. Du bist jetzt der lebende, atmende Beweis dafür, dass ich recht hatte. Anyway. Da du jetzt leibhaftig vor mir stehst, müssen wir unbedingt ganz viele Experimente durchführen. Unglaublich, dass ich einen waschechten Alpen studieren kann. Ah ja, aber auch noch ein Wörtchen. Ach, was soll's. Okay. Melde dich bei Vernon. Ja, ich würde gern erstmal schlafen, ehrlich gesagt. Darf ich das bitte? Das darf ich doch bestimmt, oder? Ich gehe mal kurz.
melde mich dann noch bei Vernon. Später dann. Ich werde dich bald essen. Mit dir sprechen, wollte ich sagen. Ich schwöre. So. Wir sollten was trinken, was essen und dann ab ins Bett. Speichern. Jo. Läuft. Trinken. Nee, das machen wir mal nicht. Und. Was? Was ist denn dieses minus 5? Ich habe keine Ahnung, was das ist. Was ist das? Das Blut eines Zombies. Du kannst es trinken, wenn du zu viel Durst hast und es für dich okay ist, eine große Dosis Zombie-Virus zu dir zu nehmen. Vielleicht mehr Zombie als Mensch. Kopfhaut. Guten Abend, Vater. Guten Abend! Fleisch. Einfache Fleischbrocken von dem Silver. Kann für die Herstellung von Energiedrinks verwendet werden. Erstmal so ein Energy Drink einfach. Okay. So. Eine geht noch. Dann ist eh alle. Okay. So, jetzt schlafen. Ja, bitte. Better get some sleep. Ist der Zombie-Status? Ich denke. Much better. So. Sehr gut. Geht uns viel besser. Können wir ruhig nochmal speichern. Fleisch wird ein Energy Drink. Auf das Rezept bin ich gespannt, wie das wohl schmeckt. Das weiß ich nicht. Zoom. Na. No. Robert, vielen lieben Dank. Yippie. Bis Zwangsverflauschung von Unabled Hype. Damit im 21. Monat im Kokon. Ja, das ist das. Also, ja, weil wir ja halb Mensch, halb Zombie sind. Ich denke mal, das entscheidet darüber, in welche Richtung es geht. Also, was wir so zu uns nehmen. 21. Monat, das heißt, Anedote Hype darf dann Kobut das Kokon-Kino besuchen. Vielen, vielen Dank. Hey, Joaquin. Hallöchen. So. Hey, Vernon. Schön, dass dir gut geht, Zombie-Opa. Ich würde dir gern sagen, dass du dir das sonst wohin stecken kannst, aber ich bin dir... Oh, Entschuldigung. Falscher Charakter. Ich würde dir gern sagen, dass du dir das sonst wohin stecken kannst, aber ich bin dir diesmal wohl was schuldig. Dieser Knirps hat mir den Arsch gerettet. Und er ist ein Halbzombie. Yeah! Endlich kann ich einen erforschen. Wie jetzt? Er gehört zu denen, von denen du ständig erzählst? In der Tat. Leibhaftig. Wird eine Frau während der Schwangerschaft dem Virus ausgesetzt, ist es möglich, dass es auf das Baby in ihrem Bauch übergreift. Meistens verwandelt es sich in einen Zombie und frisst sich aus dem Bauch raus, wobei die Mutter stirbt. Danach, ja, sobald es jemand mitkriegt, lebt das Ding nicht mehr lange. Aber wenn es geboren wird, bevor das Virus das Gehirn erreicht, ändert sich alles. Dann wird es zu einem Wesen, das sowohl Mensch als auch Zombie ist. Einem Halbzombie. Ganz ehrlich? Keine Ahnung, was du da laberst, aber ich will verdammt sein. Es gibt sie wirklich. Ja, danke, dass du den Alten zurückgebracht hast. Wie versprochen, du kannst kommen und gehen, wie du willst. Ich bin wirklich froh, einen fähigen Zombiejäger in der Stadt zu haben. Hier gibt es einige Probleme, um die sich jemand kümmern muss. Bisher war das meine Aufgabe und ich war echt am Verzweifeln. Aber jetzt bist du hier und ich kann mich ausruhen. Tja. Ich freue mich schon auf unsere Zusammenarbeit. Compadre, Halbzombie.
Das sollte nur ein Zwischenstopp auf dem Weg in die Stadt sein. Okay. Wir dürfen also jetzt in die Stadt. Läuft. Tag. Schön, dich wiederzusehen. Willkommen im Abendviertel. Hier kann es etwas rau zugehen. Daher gebe ich dir ein paar Tipps, damit du besser klarkommst, um deine Ankunft gebührend zu feiern. Lektion 1. Behalte dein Gesuchtlevel im Auge. Das Abendviertel ist quasi eine Stadt. Jede Stadt braucht Menschen, die für Ordnung sorgen. Wenn du immer wieder böse Sachen anstellst, verpassen sie dir ein Gesuchtlevel. Würdest du hoch, versuchen die Bewohner das Problem auszumerzen. Das heißt, sie töten dich. Du wirst sie erst los, wenn dein Gesuchtlevel verschwindet. Wenn du immer wieder Leute umbringst, um ihre Sachen zu stehlen, bereust du es, früher oder später. Dein Gesuchtlevel sinkt mit der Zeit, wenn du dich bedeckt hältst und wartest, bis sich die Lage wieder beruhigt hat. Es dauert aber, also lass dein Gesuchtlevel gar nicht erst steigen, wenn du einen Kampf umgehen willst. Lektion 2. Überleg dir gut, wen du erpresst. Wenn du einen Gegenstand suchst, hat ihn vielleicht jemand hier. Und du könntest ihn bekommen, wenn du die Person erpresst. Dein Gesuchtlevel steigt zwar trotzdem, aber nicht ganz so krass wie nach einem kaltblütigen Mord. Aber wenn dein Ziel tough ist, würdest du Drohungen nicht auf die leichte Schulter nehmen. In solchen Fällen kannst du versuchen, es zu schwächen, bis du es niederschlagen kannst. Dann hast du eine bessere Chance, etwas zu entwenden. Es wird dich sicherlich nicht überraschen, aber die Gackerer sorgen im Armviertel immer wieder für Ärger. Wenn du diese Kerle umbringst, bewegt sich dein Gesuchtlevel kein Stück. Falls du also mal in der Stimmung für den Blutrausch bist, sind die Gackerer ein geeignetes Ziel. Das sollte alles Wissen sein, was du zum Überleben brauchst. Und jetzt lebe, wie du willst. Vergiss nicht, Spaß in der Apokalypse zu haben. Spaß! Moin, Waldi. Niemandem schaden. Sehe ich nicht. Die Welt versinkt im Chaos. Die Menschheit versucht, Frieden zu wahren. Wenn du andere Leute angreifst, überfällst oder beklaust, steigt dein Gesuchtlevel und du wirst zur gesuchten Person. Wenn jeder dich sucht, je höher dein Gesuchtlevel ist, desto mehr Menschen fliehen vor dir und desto aggressiver sind Archesoldaten. Mit der Zeit sinkt dein Gesuchtlevel. Gut. Gut. Okay. Okay. Tag. How are you doing? Ah, das nicht der werte Halbzombie ist. Hast du dich schon eingelebt? Bin neu hier. Also nein, noch nicht. Ah, du gewöhnst dich sicherlich schnell an alles. Die Leute hier brauchen immer wieder Hilfe. Rede mit ihnen. Sei freundlich. Dann wird das schon. Apropos Hilfe. Du hast nicht zufällig 3 gebratene Ratten bei dir, oder? In der Stadt gibt es nämlich ein paar hungrige Mäuler, denen ich gerne etwas zu essen spendieren würde. Nein. Wüsste auch nicht, wie ich sie grillen soll. Selbst wenn ich wollte. Jetzt bürde mir nicht auch noch Arbeit auf. Ach komm. Das hilft dir da auch weiter. Ist ja nicht so, als könntest du jetzt gleich in die Stadt was. Essen sollte ziemlich weit oben auf deiner Prioritätenliste stehen. Du willst sicher nicht herausfinden, was verdorbenes Rattenfleisch mit deinem Magen anstellt, oder? Da hast du wohl recht. In dieser Welt bedeutet Feuer Überleben. Selbst verdorbenes Fleisch kann man über einem Feuer schmackhaft genug machen, um es herunterzuwürgen. Warum baust du dir nicht eine Feuergrube? Ich zeig dir, wie es geht. Schön. Was soll ich genau tun? Yay! Alles klar. Töten ist böse. Aber wenn du Spaß dabei hast, dann ist es okay. Okay, wähle im Fähigkeitenfenster die Fähigkeit aus, die du lernen willst. Geh nach dem Erlernen einer Fähigkeit zur Werkbank und öffne das Herstellungsmenü. Öffne dein Inventar, drücke dann RT, um das Fähigkeitenfenster zu öffnen. Überlebenspunkte werden zum Erlernen neuer Fähigkeiten verwendet. Können durch das Sammeln von Objekten oder Besiegen von Gegnern verdient werden. In dieser rauen Welt muss man zum Überleben Fähigkeiten erlernen und dazu muss man Üpp-Punkte sammeln. Also Üpps. Wichtig, platzierbare Objekte müssen platziert werden, um den Herstellungsprozess abzuschließen. Und nicht platziert werden, wenn sie rot leuchten. Verstehe ich. Was, wieso bin ich jetzt hier drin? Also gut, bevor du eine Feuergrube bauen kannst, musst du erst die benötigte Fähigkeit lernen. Nur zu. Ja, darf ich bitte? Fähigkeiten. Ups. Bekommt man die aus dem Ups? Hey, Hidden. Bestimmt. Wähle dann jetzt Kochlehrling, brauchst du für die Herstellung. Okay. Das da, ne? Kochlehrling. Feuergrube. Geil. Lernen. Lernen. Ja, ich will ja. Drücke dann auf Lernen. Ja, will ich ja.
Darf ich jetzt? Ja? Ist das okay? Hä, muss ich alle meine Yps ausgeben? Nee. Nee, null kostet das, ne? Ja. So einfach. Jetzt kannst du die Feuergrube herstellen. Wenn du die Überlebenspunkte, um Fähigkeiten zu erlernen, bekommst du Objekte, sammelst Gegner. Ja, alltägliche Aktivitäten. Ja, ja. Nächste schauen wir. Drücke Y, Teils, drücke dann was? Herstellbares Anzeigen, Details, Feuergrube. Ich brauche eine Fackel. Sobald du weißt, was du brauchst, kannst du das Fenster mit B schließen. B. Moin, Berenis. Platzierbare Objekte müssen platziert werden. Ja. Und das war's schon. Viel mehr gibt es zum Erlernen von Fähigkeiten nicht zu wissen. Hey. Und weil ich so nett bin, gebe ich dir diese Fackel. Bitte schön. Sobald du ein ordentliches Feuer entfacht hast, braten mir doch bitte 3 Ratten. Na klar. Beschwer dich aber nicht, wenn sie beschissen schmecken. Ich will nur, dass sie gerade so genießbar sind. Bring sie mir für eine kleine Belohnung. Besorg dir erst 3 Stück Rattenfleisch, bevor du zu der Basis zurückgehst und eine Feuergrube baust. Ja, das machen wir direkt. Lassen Sie mich mal durch hier, bitte. So. Lass mich mal hier vorbei. Das nehmen wir auch gleich mal mit. Let's go. Take this. Get ready. Entschuldigung. Ich wollte dich nicht treffen, ich schwöre. Oh, Entschuldigung. Ich war es nicht, es waren die Zombies. Ja, verdammt. Ich bin schnell genug weggekommen. Okay. Das waren die Zombies, nicht ich. Nur, dass wir das gleich mal festhalten, ja? War ich nicht. Ich war einfach nur zur falschen Zeit am falschen Ort. Wieso liegt mir hier eigentlich ein Toter rum? Was soll denn das? Ist ja abartig. Definitiv Raupe. Was? Nein. Waffen. Messermacher. Holzzaun, kleiner Knaller. Eine Landmine. Werkzeug. Acker. Schlammfass. Feuergrube. Das da. Bestätigen. Herstellen. Jo. Die machen wir mal dahin. Darf ich nicht? Schade. Da auch nicht? Ja, sag mal. Da darf ich. Festlegen. Hey, Barney. Schönen guten Abend. Wenn man als Halbzombie die Schuld auf Zombies schiebt, ist man dann teilweise schuld? Nein. Right then. Na. Klasse! Feuergrube! Hui! Ich habe Feuer gemacht. Okay. Wird noch ein Schlammfass herstellen, sehe ich jetzt aber den Grund nicht. Schießpulver. Schläger, Junge. Sicher doch, wertloses Schild. Schön, altes ramponiertes Schild, jetzt eine provisorische Waffe. Bei großer Reichweite bleibst du auf Distanz, aber Angriffe aus der Nähe sind schwer zu landen. Rasentrimmer. Ein motorisierter Rasentrimmer mit rasiermesserscharfen wirbelnden Klingen ideal, um Gegner aufzuschlitzen und Leichen bequem zu zerlegen. Selbstgebaute Pistole. Eine fragwürdige Pistole aus willkürlich ausgewählten Schrottteilen schießt mit Glück in gerader Linie. Ah, rostiges Messer. Die Waffe der Wahl für durchschnittliche Gackerer. Die Klinge ist so verrostet, dass man damit besser jemanden erschlagen als aufschlitzen kann.
Mächtiger Farmer, brauchst eine Waffe, hast aber weder Geld noch Talent. Dieser Schläger besteht aus Holz und einem Haufen ausrangierter Nägel. So einfach, so billig. Ich hätte ja gern den den Rasentrimmer. Ich brauche noch 3 Batterien. Ich hätte schon sehr gerne den Rasentrimmer auf jeden Fall. So, Feuergrube, Objekt herstellen. Angebratene Ratte, gebratene Ratte. Holzkohle, sehr gut. Davon machen wir jetzt mal ein bisschen. 10. Jo. Direkt mal 10 Holzkohle machen für Dingens Wasser. Servus, Knobiwan. Klasse, Holzkohle, geil. So. Was wollte der? Gebratene Ratte, ja. Gebratene Ratte. Hallo? Okay, wir nennen natürlich jedes Mal. Ich hoffe, das ist immer nur beim ersten Mal, wo man das Item neu herstellt. Sonst kriege ich die Krise. Die Knobiwan. Was? Schiebt die Schuld auf die Zombies, ist aber ein Halbzombie. Ist das ein halbes? Nein, das ist kein halbes Schuldeingeständnis. Ich probiere das hier mal. Wir machen mal eine und dann machen wir die anderen, die restlichen. Kannst du überspringen? Mit Start? Ah. Kommt also echt jedes Mal? Das ist ja übel. Oh ja, man kann es überspringen. Das ist schon heftig nervig. Gut. Filter. So. Ist mal schön Wasser. Jo. Oh. Hey. Achso, man muss draufstehen. Okay, alles klar, verstehe. Sehr gut. Jetzt gucken wir mal kurz ins Lager. Ich habe nämlich, glaube ich... Achso, ich weiß gar nicht. Vielleicht muss ich ja gar nicht ans Lager, oder mal? Doch, muss man vermutlich. Lager überprüfen. So. Das. Alle nehmen. Und hiervon einige nehme ich 4. Ja, dort, wie viel Feld habe ich? 9, ne? Vermutlich einer. Also ich denke, weiß ich nicht, ob das gewünscht ist. Ich gehe mal davon aus. Ausrüsten. Damen sehen. Ja, Mann. Gießen. Hm, na klar. So. Die Frage, wie viel Wasser wir jetzt dafür brauchen, das werden wir dann gleich sehen. Ich hoffe nicht für jedes so einen Tank, das wäre übel. Aber vermutlich, ne? Das wäre nicht gut. Gerade mal das Spiel auf die Wunschliste zu den 1000 anderen Spielen gepackt, die man noch spielen will. Ist halt eine Endzeit, ja, genau. Okay, da wachsen die zwar langsamer, aber ganz ehrlich, ich nehme jetzt nicht mein gutes Wasser. Also es tut mir leid, aber kann ich einfach gerade noch nicht leisten. Ich würde gerne wissen, wie Fraube schon gesagt hat, das war ich nicht, das war schon so, bin ich nie gewesen, der andere war schuld. Hey Redbeard. Ja, ich freue mich dann drauf, weil man kann in dem Spiel, das habe ich, also das steht auch in der Beschreibung und so, man kann dann sich auch so eine eigene kleine Zombie-Armee erschaffen. Darauf freue ich mich schon sehr, muss ich zugeben. Ich freue mich auf meine eigene kleine Zombie-Armee. So, was haben wir hier? Tougher Kerl. Wird die maximale Energieleiste. Ja, wir können ja hier mal ein bisschen skillen, wisst ihr?
Lecker bis zum letzten Tropfen. Erhöht die Menge an Schlamm, die du auf einmal erhältst. Der Mann, der schmutziges Wasser sammelt, wirkt albern, aber wenn der Durst einsetzt... Untot bis zum Umfallen. Brauchst weniger Zombie-Energie beim Einsatz von Zombie-Aktionen. Unverzichtbar, wenn du weiterhin mit deiner stärksten Angriff zuschlagen willst. Nahkampf, Messermacher. Schlägerjunge, sicher doch. Gartenbauer. Perfekt für den Erwerb von zerlegten Leichen. Da sehe ich mich doch. Jo. Das nehmen wir auf jeden Fall mal mit. Kugelbauer, Zombiebauer. Was? Lerne einen Durchschnitts-Frankie herzustellen. Mische etwas Seefleisch mit Halbzombieblut und ich kann es nicht aussprechen. Dein eigener Frankie. Manchmal, kennt ihr das, wenn man manchmal so ein Wort liest, was man normalerweise einfach so ausspricht, aber wenn man es liest, klappt es nicht? So. Frankie-Fan! Lerne einen fähigen Frankie herzustellen. Willst du deinen Frankie so richtig aufmotzen, dann ergänze ein paar Zombie-Renner-Teile. Oh, Helle! Feldarbeit in Endzeiten. Lerne, wie man einen Acker herstellt. In der Apokalypse ist Feldarbeit überlebenswichtig. Das ist richtig, ja. Minimalist können wir schon. Das ist der Lagerschuppen. Anlagenmanager. Wirklich mehr Platz und so. Zombie-General. Lerne einen Super-Frankie aus Zombie-Sprengerteilen herzustellen. Der ultimative Frankie für den ultimativen Ödlerkrieger. Ah, zum Beispiel Brathering. Nee, Brathering geht schon. Was? Was für ein Ding, Marok? Hey, Yankee Lola. Hey, Zürtern. So, na gut. Das ist das hier. Zombie Sergeant. Was? Erbsenschießer? Verlässliche Einheit, die auf alles in Sichtweite schießt. Besser, stärker, schneller. Läuft. Läuft. So, das hier ist Überleben. Langsames Rösten. Gebratener Kürbis. So richtig satt essen. Offene Flamme. Gebratene Tomate. Okay. Machen wir erstmal hier, so. Das auf jeden Fall. Lecker bis zum letzten Tropfen. Schmutziges Wasser. Mehr mitnehmen. Ich hätte gerne sowas wie, so generell mehr. Die Menge der Materialien, die du beim Aufbrechen von Erden... Ja, alles meins. Das klingt doch schon nach einem Skill für mich. Geil. Mit dem Sonderangebot, bau dir deinen Frankie. Bausatz enthält keine Batterien. Gürtel enger schnallen, den Verbrauch der Essensleiste. Sehr gut. Lecker bis zum erhöht die Menge an Schlamm. Der Raub. Mehr Objekte von jemandem stehlen. Bewässerungsexperte. Des einen Müll. Ja. Dann nehmen wir den noch mit. Dann kommen wir hier auf des einen Müll. Axtspezialist. Mehr beim Holzhacken. Nehmen wir mit. Alles meins erhöht auch nochmal. Und jetzt haben wir noch 300. Was machen wir damit? Rattenfleischparadies. Ja, den hier. Okay. Oh, ein bisschen was hier geskillt. Sehr schön. Ich meine, es klingt sehr nach Lootraube, ja. Nee, es ist nicht Adlan. Ah, Joker. Ja, sehr gut. So, ich muss aber für den Rasenmäher brauche ich noch. Den Rasentrimmer brauchen wir noch Batterien, ne? Die müssen wir definitiv noch holen.
Gefiltert habe ich. Das heißt, wir können mal ein bisschen Wasser trinken. Neu sortieren können wir auch. Das ist sehr schön. Wasser trinken. Kein Frankie, geht nur einer? Na, Frankie habe ich noch nicht geskillt. Müssen wir noch machen. Müssen wir noch, habe ich noch nicht. So viele angebratenen Ratten. Ich muss ja essen. Wie soll denn das sonst gehen? Ich müsste sonst die Fleisch essen, ne? Wie denn das... Nicht inwieweit das eine Rolle spielt. Aber ich glaube, jetzt bin ich gerade sozusagen... Kann das sein, dass ich gerade zu menschlich bin und quasi keine Zombie-Fähigkeit nutze? Ich weiß es nicht. Ich check's noch nicht so ganz. Aber das kommt bestimmt mit der Zeit. So, speichern. Jo. Was würde es sein? Denke ich auch, ja. So. Ben. Dafür muss ich aufstehen. Nein! Time to get going. Das größere, mittelgroße Stück Schwarzwälder von heute Nachmittag hält mich im Stuhl fest. Nom nom. Nom nom! Okay. Oh, das sieht aber gut aus. There we go. Aber wir müssen halt wieder gießen, ne? Das ist schon krass. Sozusagen jeden Tag hier den Acker gießen. Kann man nur hoffen, dass es sich lohnt. There we go. Sind das Mutanten-Emo? Wir sind ein halber. Halb Mensch, halb Zombie. So. Sehr gut. Und hey, Smoking Joke. Gut. Tag. Ey! Raub. Stop messing around! Ja, fick dich! Greift er mich jetzt etwa an? Aber. Take this! Ich war es nicht. Step away. Hallo. No mercy. Sie haben ihn getötet. Wie konnte das denn passieren? Oh, das ist aber blöd gelaufen jetzt für ihn. Oh, ungünstig. Schade. Damit hätte ich ja nicht gerechnet. Schön mitkommen. Alle mitkommen. Schön langsam. Seid ihr noch da? Ja? Sehr gut. Ja, immer schön weiter. So ist brav. Falsche Richtung. Mitkommen. Hier. Mitkommen. Fein. So ist lieb. Liebe Zombies. Hi, Retro-Eggy. Geht denn hier ab? Was ist denn das für ein Verein?
Hm. All finished. Hm? Well, well, well. Looks like it's true. Once a shithole, always a shithole. If it were up to me, I'd wipe this place off the face of the earth. But I've got orders from Nebron. Looks like the Musclehead's as dumb as ever. To what do we owe the displeasure of this visit? This Ziffer prick Nebron captured slipped his leash, and he wants him back. If you want to keep your insides inside you, I better be hearing that you've seen him. Ziffer. Oh, I did see someone like that. What? Tell me where the hell he... Just outside the slums and you'll find all the zombies you'll ever want. Pick a favorite and you'll be good to go. You cocky piece of... Think you can make a fool out of me? This place gives off its own stench. I'm out of here before any of it gets on me. Don't think you're off the hook. Payback's a bitch. Get ready. Oh. Oh! Aber es ist richtig, ja, wenn die den... Nicht dein Ernst, dass du mich jetzt angreifst, oder? Du, ich liebe um den Zombie. Au! Ich glaub's hackt. It's over with. Also manchmal. Take this. Hey, Danaris. Was ist das? Lappen und Haarsträhnen. Ja, was man halt so braucht, nicht? So. Tag, mein Freund. How you doing? Ja, hast du ein paar gebratene Ratten für mich? No? Bitteschön. Vielen Dank. Die Kids haben sich riesig über das Essen gefreut. Zum Überleben in dieser höllischen Welt sind Fähigkeiten unverzichtbar. Du wirst dir Waffengebäude ähnliches bauen wollen. Die Herstellung ist dein bester Freund. Ruf das Fähigkeitenfenster auf, wenn du mal nicht weiter weißt. Dort findest du sicher was, das dir hilft. Alles klar. Muss ich bei der Gelegenheit gleich was fragen. Dieser dämliche Blonde vorhin. Wer war das? Oh, Renton. Mach dir um den hässlichen Komiker keinen Kopf. Er ist die Energie nicht wert. Ah, stimmt, deine Belohnung. Ich zähle auf dich, wenn ich mal wieder Hilfe brauche. Ja, der Zombie-Opa sucht nach dir. Die ganze Zeit was von Halbzombie-Experimenten gelabert. Ah, na schön. Ich sehe mal nach, was er will. Alter Sack lebt bestimmt schon immer hier. Vielleicht weiß er was. Immer so. Okay. Holz nehmen wir mit. Take this car. Oh ja, Batterie, sehr gut. Batterie ist sehr gut. Guten Tag. Okay, ich kann mit Ihnen nicht reden. Erinnert mich an einen Prototyp. Ach, das mit meinem lustigen Arm. The Arm Attack, sozusagen. Hey, Opa. It's you. Ah, sieh mal, wer endlich aufgetaucht ist. Du hast mir versprochen, mich bei meinem Forschung zu unterstützen. Aber dann lässt du mich einfach so warten. Du hast echt Nerven. So. Ich war schon damit einverstanden. Unwichtige Details. Wir vergeuden unsere Zeit. Fangen wir endlich an, uns gründlich mit der Halbzombie-Forschung zu beschäftigen. Zuerst wollen wir herausfinden, was es heißt, ein Halber zu sein und wie du Mensch und Zombie zugleich sein kannst. Sag mal deinen Arm her. Ich will eine Blutprobe nehmen. Mein Arm? Was willst du? Au! Unfortunately,
Das sollte reichen. Ich führe Partys durch. Du wartest zu lange hier. Ey, man kannst mich einfach... Hey. Du hast mich hier fast versauern lassen. Warne die Leute das nächste Mal gefälligst. Boah, hast du was rausgefunden? Darauf kannst du deinen Halbzombie-Arsch verwetten. Unterschätze nie mein Können als Forscher, Junge. Anscheinend streiten in deinem Körper deine Menschen- und Zombie-Eigenschaften ständig um die Vorherrschaft. Deine Kräfte ändern sich abhängig vom Kräfteverhältnis zwischen den Seiten, teils dramatisch. Halt, das geht. Du erhältst einen Kraftbonus, um Gegner zu verletzen, wenn die Zombie-Seite die Oberhand hat. Dafür rauscht deine Verteidigung in den Keller. Heißt das, wenn ich im Kampf stärker wurde, war ich mehr Zombie als Mensch? Ganz genau. Und wenn die Menschenseite dominiert, kannst du dich besser verteidigen, aber das verzerrt deine unmenschliche Kraft. Ah, schön. Nee, kenne ich nicht, Grim Reaper. Also, wüsste zumindest jetzt auf Anhieb nicht. Blackbee, schönen guten Abend, danke für den Resub. Danke für 25 Monate, komm nicht gut und Top-Pflanzer Helmut. Und schönen guten Abend, Terry, hallöchen. Du musst das Gleichgewicht zwischen beiden Seiten wahren, um im Kampf dein Bestes geben zu können. Kraftbooster ähnliches bringen dein Zombie-Blut in Wallung. Damit verschaffst du dir einen großen Vorteil. Aber übertreib es nicht, sonst läufst du Gefahr, die Kontrolle zu verlieren. Die Einwohner könnten dich aus Panik angreifen. Aha, da haben wir's. Gleichgewicht. Aha. Alles klar. Genau, verringert die maximalen LP und verhindert den Einsatz von Zombie-Aktionen. Oder eben, ne? Als Zombie umherstreifen, dann kann ich aber auch nicht mit Menschen reden und die greifen mich im Zweifel an. Ausruhen im Bett, setzt das zurück. Durch normales Essen wirst du menschlicher, durch Zombie-Essen zum Zombie. Ja. Dann bestimmt irgendetwas nutzen, um die Balance zu wahren, oder? Richtig. Apropos, wusstest du, dass du im Laden Himmelssegen verkauft wirst? Probier mal, was passiert, wenn du das Zeug mit Seefleisch kombinierst. Himmelssegen? Hast du Silberfleisch in den Ohren? Misch ein bisschen Seefleisch mit rein und du erhältst ein Gebräu, das die Lebensgeister deines inneren Zombies so richtig machen wird. Könnte es glatt einen untoten Energy Drink nennen. Verstehst du? Natürlich macht es dich noch mehr zum Zombie, aber den Preis musst du halt zahlen. Endlich mal was Nützliches. Geh zur Werkbank und wähle Zombie Craft aus. Dann siehst du, was du alles mit Zombie-Materialien herstellen kannst. Ja, ich probier's mal. Zombie Craft. Okay, wir sollen die erste Hilfefähigkeit lernen. Da gucken wir doch gleich mal, ob wir überhaupt genug Y-Punkte haben. Wo ist er denn? Ist ja die Frage. Erste Hilfe, da. Untoten Energy Drink. Selbst ein Kratzer kann heutzutage tödlich sein, daher solltest du vorbereitet sein. Alles klar. Du. Oh, warte. Genau. Take this Stein. Fels. Gedingens. Ich bräuchte noch eine Batterie. Eine Batterie. Hey, wer bist du denn? Aha. Wir haben die niedrigsten Preise garantiert. Du kannst gerne alles anschauen, aber erwarte keinen Rabatt. Okay, ich kann kaufen, verkaufen und einen Auftrag annehmen, offensichtlich. Und die hat alles Mögliche, sogar Dreck. Okay. Auftrag. Hey, du bist der Zombiejäger, von dem Vernon uns erzählt hat, ja? Ich möchte dich was fragen. Unser Wasservorrat geht gerade zur Neige. Könntest du uns Aquacola besorgen, um unser Vorrat aufzufüllen? Eigentlich nicht. Was kriegen wir dafür? Okay. Schön, das Zeug ist immer ein Verkaufsschlager. Daher ist es egal, wie du es bekommst. Wie viel will denn die haben? Die Frage ist, wie viel nimmt die mir jetzt ab? Interessantes Webseminar gehabt, das gleiche wie letztes Jahr, mit minimalen Änderungen. Aber nun ja, echt. Okay, dann geben wir den halt ab und gucken mal. 3. Okay, das geht, glaube ich, noch. Freut mich, dass Vernon ein Auge für gute Leute hat. Jetzt müssen wir hier nicht mehr so viel Geld für ein Getränk verlangen.
Okay. Cool. Ja. Ey! Du, die mich hier alle eigentlich an. Tag! Herstellen, Qualität, schlechte Materialien, schlechtes Produkt. Wir könnten mal eben eine Batterie bei dem kaufen. Piep. Cool. Mhm. Nice purchase. Das ist ja fast wie Weird West. Was? nee. Ich bin jetzt einfach mal so frei und sage, nee. Nicht ganz. Aber ungefähr so wie Wiggles. Ich habe ja Zeit für sowas. Na klar. Wiggles meets CNC. Ah, schon wieder gießen, alles klar. Habe ich das jetzt getrunken? Ich wollte es nicht trinken. Mist. Das, Also, es, ich muss auch sagen, es spielt sich bisher gut. Texte sind gut übersetzt. Ja. Also, es ist ja eine Demo, die ich gerade spiele, ne? Die kann ja jeder spielen. Boah. Immer noch Aouda jetzt halt. Ja. Ah, Terry, aber wenn es halt. Also, ne? Halt nur so die Jahreszahl aktualisiert, ist halt auch schwierig. So. Rasentrimmer. Basteln wir mal. Ja. Tada! Nice. So. Nehmen wir mal auf Platz 2. Wie komme ich jetzt auf Platz 2 nach unten? Okay, cool. Sehr gut, warte mal. Was hat mein Inventar? Ganz schön voll, ne? Wir müssen mal ein paar Sachen ablegen, glaube ich. Und ich kann noch nicht... Kugelbauer... War der Frankie eigentlich? Schnelllager? Wo konnten wir nochmal den Frankie bauen? Experte, Messermacher, Fernkampf, da, Zombiebau, okay, wir brauchen 200 Punkte, okay, müssen wir noch ein bisschen farmen, sehr gut, Moorleiche, vermutlich suchst du das. Einen echten und einen vermuteten Grund für meine Müdigkeit. Was? Einen echten und einen vermuteten? Nächsten Monat als Einzelseminar geben muss? Dass ich mir das nächste... Ja, okay. Ja, ja, stimmt wohl. Gerne Moorleiche. So, warte. Also was es für ein Spiel ist, siehst du ja. Und ich spiele auch die kostenlose Demo, ja. Also die kann sich jeder einfach runterladen. Das mehr habe ich auch nicht gemacht. Und ja, erster Eindruck ist ziemlich gut. Also Übersetzung ist gut, macht bisher gut Spaß. Cool.
So, jetzt bin ich zum Beispiel, jetzt kann ich gerade keine Zombie-Fähigkeiten mehr benutzen. Ist gerade wieder der Moment da. Ne? Wenn man es oben sieht, da sind jetzt Zombie-Fähigkeiten nicht mehr möglich. Aber das ist okay, denn wir gehen sowieso gleich ins Bett von dem her. Das ist mir nicht so schlimm. Nee, Krebs ist es sicher. Und eventuell und Covid. Hatte vor dem Impfen schon Antikörper. Ach, scheiße, Danaris. I'm wiped. Wurde Planet Crafter als Demo runtergeladen. Oh, Planet Crafter ist gut. Da kommt auch bald ein Update. Dass es mir so gut geht, wie es geht. Das ist richtig so. Das machst du. Hey, wir können ernten. Also zumindest die Tomaten. Die Kürbisse brauchen offensichtlich ein bisschen länger. Okay. Was, wir haben nur einen Tomatensamen bekommen? Das ist interessant. Dann lagere ich die aber erstmal. Ah. So. There we go. Zack. Achso, die Kürbisse. Warte. Denn eventuell müssen wir da bloß was lernen für eine Fähigkeit, die uns dann, dass wir daraus Samen machen können. Aus den fertigen Pflanzen sozusagen. Hoffe ich zumindest. So. So, Himmelssegen. Alle lagern. Jo. Oh. Oh, okay. Ja, ist natürlich auch eine Möglichkeit. Habe ich zwar nicht so gemeint, aber gut. So. Dann lassen wir den Rest hier liegen. Das ist ja okay. Alles klar. Geht. Läuft. Abmarsch. Ach so, ich soll ja noch diesen komischen Energy Drink herstellen. Wisst ihr, da war ja was. Das machen wir, glaube ich, erstmal. Warte. Moment. So. Wo ist das? Ach, da oben. Zombie-Craft. Okay, I guess. Zombie-Energy-Drink. 3 Stück. So. Okay, das hätte ich vielleicht durchlaufen lassen sollen. Gut. Das zeigen wir jetzt erstmal dem Zombie-Opa. Tag! No mercy. Was war das? A muss ich drücken. Ich muss noch ein bisschen damit klarkommen, was ich drücken muss. Schon nice. Okay. Geht nicht. Ach, zu wenig Energie. Ah. Verstehe.
Okay. Take this. Who's next? Sehr gut. Sehr gut. What's the matter? Ach. Take it. Bring it. Get ready. Okay, das Kämpfen geht bisher recht gut. Soweit. Bin ich. No mercy. Hey. Take this. Was ist mit dem Einzelnen jetzt da? Genau, komm mal mit dir hier. Who's next? Geht alles. So. Ich nehme noch das Holz mit. Whoop. Und dann gehen wir zu dem zurück. Oh, ich habe meinen Rasenmäher gar nicht probiert. Warte mal, wir müssen nochmal raus. Ich finde, ihr habt da meinen Rasenmäher, Chat. Den muss man da auch mal testen. Oh, lustig, sogar solche. Warte. Ist ja noch besser. Ich habe keine Heilung mitgenommen. Naja, was soll's. Was? Renne! Hölle! Aber sonst geht's euch gut, oder was? That's over with. Bring it. Just sit back. How's that? Suck on this. We're done. Gilibier. Okay, das ist lustig. Auftragstafel. Material erforderlich. Um zu überleben, müssen wir alles verwerten, was wir können. Natürlich funktioniert es besser, wenn das Material tatsächlich was taugt. Kannst du mir geeignete Sachen besorgen? Wir können, Metallschrott, Erde, Haarsträhnen. Können wir machen. So, was haben wir noch? Essen. Kriegen wir morsches Holz für? Flamme und Batterie für einen Holzzaun. Aha. Ja, die nehmen wir auch mal mit. Achso, warte, nee, das. Achso, wir müssen erst einen fertig machen. Alles klar. Hi, was geht? Hey. Irgendwo Hilfe brauchen wir. Hast du halt zu wissen, dass du wirklich helfen willst? Ist ja wohl ein Scherz. Na klar. Na klar. Na klar. Nee, warte. Die andere Quest aktiv schalten. Hallo, Haki. Schönen guten Abend. Hey, wann ist das Lexikon? So. Dum, dum. Bom, 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 bom. Hey. Du schon wieder hast du das, was ich wollte. Ausgezeichnet. Wie vorher gesagt, besitze alle erwarteten medizinischen Eigenschaften. Meine Hypothese stimmt. Es funktioniert. Du solltest immer einen ordentlichen Vorrat davon bei dir haben. Trink ein, wenn du meinst, du segnest gleich das Zeitliche. Es wäre schlimm für meine Forschung, wenn du stirbst. Aber denk dran, je mehr du trinkst, umso mehr wirst du zum Zombie. Verstanden. Wenn ich tot bin, kann ich nicht mehr viel machen. Sehr schön. Damit ist die Forschungsstunde für heute vorbei. Ich rufe dich, wenn etwas ansteht. Moment, ich habe die Abmachung eingehalten. Jetzt beantwortest du meine Fragen. Lebst du schon lange hier? Könnte man so sagen. Meine Forschung habe ich vor über 10 Jahren schon begonnen. Vielleicht auch etwas länger. Dann weißt du, wie man in die Stadt kommt. Abgesehen vom Haupteingang. Warum sollte ich mich mit diesem Pakt dort abgeben? Ich tue nichts, was meine Forschung gefährden könnte. Frag besser bei Wörter nach. Er ist schließlich der Boss hier. Der?
Ernsthaft? Ernsthaft? Was? Dir? Ich habe Durst. Ich werde jetzt mal schön hier ein bisschen Zombie-Blut trinken. Geil. Das war lecker. Nom nom. So, finde Erde, oder? Achso, nee, das ist momentan meine einzige Quest, um mit ihm reden. Hey, na? Hey. Ah, du kommst ja gerade recht. Ich muss dich um Gefallen bitten. Tu alles, solange die Bezahlung stimmt. Großartig, keine Sorge, ich hab Geld. Ein kleines Vögelchen hat mir gezwitschert, dass die Gaggare offenbar die Stadt angreifen wollen. Diese Komiker mit den bescheuerten roten Dingern auf dem Kopf? Ah, klasse, du kennst sie schon. Das macht die Sache einfacher. Die wollen schon längst das Armviertel übernehmen und jetzt starten sie wohl einen ernsthaften Versuch. Ich möchte, dass du mir hilfst. Geh zu ihrem Treffpunkt und mache Hackfleisch aus ihnen. Schaffst du das? Ja, ich glaube, das habe ich sogar schon. Das hört man gern. Hab die Stelle auf deiner Karte markiert. Haben wir das eventuell schon getan? Nein? Nein? Noch nicht? Das war nicht die Basis? Sicher? Nee, war es nicht. Glaube nicht. Oh. Oh. Und wie ich eine Minute habe, Chat. Wir machen mal ganz kurz wie eine Art Mini-Pause vom Spiel. Better get going. Chat. Vanilleeis und Erdbeeren-Chat. Vanilleeis und Erdbeeren. Richtig eklig. Nom. Igitt, meine ich natürlich. So, was braucht ihr hier noch? Erde. Ich sehe, wo man Erde herkriegt. Nee, warte, bin ich jetzt falsch? Moment. Ja, bin ich tatsächlich, warte. Hier lang. Ja, richtig. Ich habe mir das jetzt reingequält, ja, damit das kein anderer essen muss. Ganz genau so ist es nämlich. Ja, exakt so ist das. So und nicht anders. So, ich bin mal gespannt. Mal gucken, ob wir jetzt sterben. Oh. Oh, Leute, seid ihr bereit? Stürm einfach bei den rein und holt uns. Halt. Wer jetzt so geil bist du? Wenn ihr Wichser das Armviertel zerlegt, macht mir das nur schwer rein. Oh, scheiße, die haben sich einen Leibwächter besorgt. Los, Jungs, macht ihn alle! Guten Tag. Werfen einige von euch oder schießen oder so? Nee, ne? Ach doch, der da, guck. Oh, fuck. Oh, fuck, das ist aber unfair jetzt. Das habe ich nicht kommen sehen. Au, verdammt. Das Verhältnis sollte Wirn Bescheid sagen, damit ich meine Belohnung kriege. So. Na gut. Dann haben wir das hier mal weggeräumt. Nash. Schön. Gut. Ich bin halt mit dem Rasentrimmer langsamer unterwegs, ne? Also der macht mich langsamer auf jeden Fall. Aber der zerlegt halt auch einfach so schön, ne?
Ich brauche wieder was zu trinken, ne? Und trinken ist alle. Das ist nicht schön. Oh, wo ist denn Burnen jetzt? Hä? Wo ist denn der hin? War, dass du kein Bleirohr hast? Ja, das finde ich auch. Globale Pandemie, Ellen. Aber wo ist Burnen? Zombie-Typ? Tja, das wissen wir jetzt nicht. Irgendwie ist der weg. Oh. Kann ich hier irgendwo trotz Augenrollens meiner Frau wieder da? Was? Wieso? Was? Augenrollen deiner Frau? Wir lernen jetzt definitiv Zombie-Bauer. Ne, wir wollen ja unseren eigenen Frankie. Was? Voraussetzung erfüllt sein? Ein wahrer Gottesacker läuft. Oh. Oh, schade. Aber wir müssen dafür irgendeine Quest vermutlich machen. Okay. Der nicht. Ja. Oh, guck, wir können ihn speichern. Ach, wie praktisch. Ach, cool. Sehr gut. Hi, wer bist du? What? Hey, du. Ja, du. Hör zu. Weißt du, warum es auf der Welt von Zombies wimmelt? Die Meteoriten, die auf der Erde einschlugen, brachten das Virus mit sich. Das ist genau das, was du glauben sollst. Die Wahrheit, ja. Die Wahrheit ist ganz anders. Willst du sie wissen? Keine Sorge, ich sag sie dir. Gib mir nur vorher eine Waffe. Ich werde sie dir auch wirklich nicht stehlen. Versprochen. Was? Oh, okay. Wir kriegen zwei zerlegte Leichen. Das ist ja schön. Okay, I guess. Lass mich nicht warten. Du erfährst die Wahrheit über die Welt erst, wenn du mir die Ware bringst. So, was will der? Ach, der will eine selbstgebaute Pistole. Okay. Ist klar. Der will eine selbstgebaute Pistole. Hier oben wäre vermutlich ein Händler. Nee, warte, was ist das? Geschlossen. Ah, Woodstock Market. Ach so, weil es jetzt nachts ist. Und deswegen ist vermutlich auch Ellen nicht da, ne? Weil wegen nachts und so. Das ergibt Sinn. Fragt, ob wir heute Abend was zusammen gucken, so wie den Rest der Woche. Habe ich gesagt, ich hätte gern einen Abend am PC. Zumal ich im Sitzen nicht halb ersticke. Kehlkopfentzündung. Oh, Augenrollen. Oh. Ah, schwierig. Ah, schwierig. Let's go. Was wollt ihr denn jetzt schon wieder? Mann, wieso denn immer ich? Wow! Okay, das war knapp. Ihr hättet mir ruhig mal helfen können, ihr Pisser. Gut. Was? Wieso verliere ich denn jetzt weiter... Nee, verliere ich weiter Leben? Nö, verliere ich nicht. Wird mal was essen. So eine angebratene Ratte wäre da jetzt genau das Richtige. Ich habe halt das Heilzeug nicht mit. Tatsächlich. Gab es nicht auch eine Fähigkeit? Warte mal, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Taffer Kerl. Das können wir schon. Rattenfleischparadies. Ich dachte, warte mal, ich muss mal ganz kurz. Nee, Mist, was drücke ich denn? Hier. Kugelbauer, das ist das. Zombiebauer.
Minimalist. Das können wir auch nicht. Nein. Ah, ich drücke immer die falschen Tasten. Entschuldigung. Platzierbares. Namenloses Grab. Wie man Grabstein herstellt. Jeder vorbeikommende Gegner wird in ein Grab geschleift. Was? Was zur Hölle? Zutreffer Boden lernen, wie man Holzzaun baut. Nicht die stärkste Verteidigungsmaßnahme, aber gut genug, um Gegner zu stoppen. Stacheldrahtzaun. Sicherheitssystem. Dauerkeitsfanatiker. Okay. Und Überleben. Kochlehrling. Genau, das würde ich auf jeden Fall gern lernen. Hier die Tomate. Die nehmen wir auf jeden Fall mit. Das ist ein Schnelllager, reine Filterung. Besser auftauchen, tanken. Ich dachte, hier gab es irgendwo auf der Heimreise. Was? CPS, ZPS, schnell nach Hause. Genau. Genau. Aber da brauchen wir erst Schritt 1, läuft. Okay. Wie hieß der Zaun? Fragst du mich wieder Dinge? Zutritt verboten. Also den meinst. Und der andere Zutritt für Unbefugte verboten. Take this. Yeah. Batterien nehmen wir mit. Hier müssen wir dann noch was bauen. Kein Marschendrahtzaun in the morning. Nee. Solange es trotzdem Lattenzaun ist. Marschendrahtzaun late at night. Marschendrahtzaun in the evening. Wieso haben die jetzt rote Augen? Hatten die die ganze Zeit schon rote Augen? Habe ich das nur übersehen? No mercy. Ach du Scheiße. Geht ihr weg. Oder liegt das daran, dass es dunkel ist? That's over with. Oh schön, Kürbisse. Nervt nur unwesentlich. Warte mal, wir brauchen Holzkohle. Hier war logischste Erklärung, klar. Ja, jetzt wo du das sagst. Achso, nein. Nicht nochmal. Machen wir mal zwei von. Also ich hoffe, es gibt dann irgendwann eine Einstellung, um das zu skippen. Weil das ist halt... Das nervt schon ein bisschen. Also, ne? Wenn ich ja jedes Mal... Also du musst halt immer ein bisschen warten, bis es kommt. Ne? Und erst dann kannst du es jetzt... Kann ich es erst skippen. Das ist so... Gotta find something to drink. Ja, ja, ich wollte doch gerade. Ja, geh doch los. Ja, hast du. Der sich halt einfach erstmal so 5, 6 so Kanister reinzwirbelt, ja. Unfassbar. So. Behalten wir noch. Gut. Jetzt geht's uns gut. Jetzt müssen wir farmen. Deine Zombie-Seite gerade verliert. Ja, ja, gerade bin ich so menschlich sozusagen, dass ich keine... Ich könnte jetzt keine Zombie-Fähigkeiten einsetzen und mein Leben ist ziemlich stark verringert. Das sieht man ja oben, die Lebensleiste. Wenn ich jetzt aber schlafe, wird es wieder zurückgesetzt sozusagen. Ne? Ja, jetzt ist gerade wieder Hälfte, Hälfte. Ne, neuer Tag und so. Alles gut.
Nein, nicht. Oh, ich wollte es nicht trinken, Entschuldigung. Schuldgießen, es passiert mir irgendwie viel zu oft tatsächlich. Die selbstgebaute Pistole. Erde. Könnten wir tatsächlich einfach mitnehmen. Das müssten wir im Lager haben. Also ist die Zombie-Seite gut ausgewogen, ist gut. Genau. Was Joker sagt, ausgewogen ist gut. So, Kürbiskerne könnten also wieder lagern. Arschdrehen, Lappen, Eisenerd. Das weg. Das weg. Das weg. Ich weiß nicht, was ich für die Quest brauche gerade. Das ist der Energy Drink. Den behalten wir mal dabei. Wir sortieren mal kurz durch. Wir nehmen das hier mal noch. Samen. Gut. Das. Nein, nicht. Das passiert mir echt mit diesem Schlamm so oft. So. Sehr gut. Gegossen. Schön. Objekte erstellen. Kann ich mir jetzt... Ich würde mir... Achso, nee, können wir ja nicht. Dazu müssen wir ja erst diese eine Quest irgendwie noch abschließen. So, wir haben aber hier noch die Pistole. Was braucht man denn für die? Also angenommen, ich würde die lernen. Ja doch. Hier, Kugelbauer. Waffenschmiedelehrling. Da braucht man aber insgesamt 1700 Punkte für. 1700 Punkte. Und dann... Okay, das hätte ich tatsächlich alles. Aber ich habe noch nicht so viele Y-Punkte gerade. Festessen für Sonntag rausgelegt. Schön Krustenbraten. Am Tag. Am Viertel muss da runter. Pass mal auf die Zombies auf. Ja, ja. Ich finde es witzig, wie die Menschen hier respawnen. Die respawnen wie die Zombies. Finde ich sehr interessant. Wirklich, du darfst mit dem Ding nicht so nah an die ran. Muss man richtig gut timen mit dem Rasentrimmer. Aber es ist fetzig. Macht ihr mal den Rest. Ich gebe mal hier meine Quest an. Meinen Auftrag. Jo. Nice. Sehr gut. So, jetzt ist auch Vernon wieder hier. Namen Tavok. Besuch machen. Wünsche schon Ambani viel Spaß. Aber setzt zerschneiden ein. Das ist sehr effektiv. Du bist noch ganz gut, gut. Vielen Dank, dass du den Abschaum abserviert hast. Die kommen erst einmal nicht mehr auf dumme Gedanken. Kinderspiel. Vielleicht noch eine neue Ausrüstung gefunden.
Freut mich zu hören. Melde mich wieder bei dir, wenn ich deine besondere Expertise brauche. War nicht viel, aber hier ist deine Belohnung. Wow. Okay, der Typ wieder. Yo, Bakers fucked up their attack on the slums boss. Just proves they're just as much trash as that whole stinking cesspit of a town. Oh, and by the way, it looks like that badass motherfucker who took the birds out is that escaped zombie dude that Mr. Nebron is making everyone look for. What? That damn Zipper prick was there after all! Damn that sneaky bastard! Move your asses, Z-Meat! We've got a zipper asshole to catch and one shitty town to destroy! But, you sure about that, boss? Didn't Mr. Nebron say something about not totally wiping out the slums? Ah! Quit bitching! Get moving already! Das ist nicht gut, oder? Ich glaube, das ist nicht gut. You got it. Hey, Halbzombie. Ich hab gehört, dass du die Zombies zu einem Sklaven Knechten machen kannst. Ich würde gerne sehen, wie du das machst. Zombies zu Knechten. Oder habe ich mich da verhört? Der Zombie-Opa hat mir davon berichtet, wie Halbzombies ihre eigenen Zombie-Verbündeten erschaffen können. Mann, das wäre genial, wenn das stimmt. Die Welt ist voller Ziffer. Du hast da draußen also ganze Armeen von potenziellen Kumpanen. Klingt so gut, um wahr zu sein. Vielleicht hast du diese Fähigkeit, weißt es aber nicht. Du solltest dich aber so oder so beim Zombie-Opa blicken lassen. Der hat was von neuen Experimenten geschwafelt. Wenn du Ziffer wirklich kontrollieren kannst, lass es mich wissen. Ich will das mit eigenen Augen sehen. So könnten wir uns Verstärkung für unsere Seite beschaffen. Der alte Knacker könnte was drüber wissen. Alles klar. Jetzt lernen wir also, wie das funktioniert. Das wäre sehr schön. Wäre das. Ja, ich will meinen eigenen Frankie. Hallo. Was geht? It's you. Ah, fabelhaft. Da bist du. Ja, Vernon hat dir alles erzählt, nehme ich an. Er hat was von Zombie-Knechten erwähnt. Was hat es damit auf sich? Es ist so, wie es sich anhört, Junge. Dank meiner ausgiebigen Forschung fand ich heraus, dass Halbzombies andere Zombies kontrollieren können. Sie sind quasi wie Rattenfänger, die Zombies wie Marionetten in die Schlacht schicken können. Ich konnte aber noch nie andere Zombies kontrollieren. Du kannst auch keine x-beliebigen Zombies übernehmen. Das geht nur bei Zombies, die du selbst erschaffen hast. Ich habe mir erlaubt, diese hausgemachten Zombie-Kumpels Frankies zu nennen. Die zerfleischen mich doch nicht gleich, wenn sie zum Leben erwachen. Oder? Anyway. Warum probierst du es nicht selbst aus, wenn du mir nicht glaubst? Du willst doch fähigere Verbündete an deiner Seite, oder? Ja, schon. Ach, verdammt. Was muss ich tun? Lass uns erstmal zu dir gehen, um alles vorzubereiten. Ich gehe vor, damit wir gleich loslegen können, wenn du ankommst. Bitte? Bei mir? Was? Da läuft er weg. Ja? Da läuft er einfach weg. Ihr könnt nicht mal Nein sagen oder so, ja? Schwierig. Holz. Holz immer gern gesehen. Auch Holz tatsächlich sehr häufig. Zur Wasseraufbereitung. Ah. Huch, wo sind denn die zwei hier hin? Hat sie zermalmt oder was? Okay. Oh. Da die Ratte hier unterwegs mit. Gerade nicht. Oh. Du. Hast du LOL angeschaut, wenn du
Jetzt sächsisch reden solltest, werde ich immer an Olaf Schubert denken müssen. Last One Laughing sozusagen, habe ich noch nie gesehen. There. Aber soll lustig sein. Habe ich gehört. There. Wurde schon immer mal gesagt, dass das wohl sehr, sehr empfehlenswert sein soll. So, Zombie-Opa, dann sag mal. Hey. Ah, das ist echt ernst gemeint, dass du zu mir kommen willst. Wie lange wolltest du mich noch warten lassen, Junge? Beginnen wir das Frankie-Experiment. Wir brauchen Seeherzen und Sifflut. Erlöse doch eben einen dieser Siver von seinem Leid. Falls du schon welche vorrätig hast, wäre das noch besser. Sag Bescheid, wenn du alles hast. Ich soll das Material für dein Experiment besorgen? Du bist ja vorbereitet. So, aber wir haben genug. Das war klar. Very good. Du scheinst alles zu haben. Jetzt brauchen wir noch eine Leiche als Wirt. Glücklicherweise haben wir gleich hier ein williges Testsubjekt. Los, bring mir die Leiche her. Nächstes Mal kannst du mir auch gleich alles sagen, was du brauchst. Für das Experiment genügt die Leiche. Aber merk dir, dass du nicht einfach irgendeinen alten Kadaver von der Straße auflesen kannst. Damit klappt das nicht. Die Art der Leiche beeinflusst die Fähigkeiten des Frankies. Du willst, dass sie dir wirklich nützen, musst du auf die Waffe achten, die sie vor ihrem Tod eingesetzt haben. Frankie setzt dieselbe Waffe ein, die sie schon zu Lebzeiten benutzt haben. Und jetzt los, hol den Kadaver her! Okay. That's why. Ja, jetzt wissen wir, warum hier so ein Kadaver rumlungert. Das erklärt's. Das ist mega. Wenn die dritte Staffel jetzt komplett verfügbar, schau das immer in einem Rutsch, will mich davor nicht spoilern. Exzellent, das sollte alles sein. Jetzt können wir endlich anfangen und uns einen Frankie bauen. Der erste Schritt ist ganz klar. Frankies brauchen einen Frankie-Keim, aus dem sie sprießen können. Du brauchst die Fähigkeit Zombie-Bauer, um deinen eigenen zu erschaffen. Da ich endlich vorankommen will, bringe ich sie dir gleich bei. Zuallererst brauchen wir eine Werkbank. Geil, jetzt habe ich die sozusagen for free erlernt. Das ist sehr schön. Okay, Frankie-Keime. Das ist echt jetzt, ich stecke den wirklich in den Boden. Ich stecke den echt in den Boden. Stärksten Frankies werden aus Leichen der stärksten Menschen gemacht. Gieße ihn mit Siffblut. Kann's nicht fassen. Endlich kann ein neues Experiment beginnen. Gehe zuerst mit LT oder RT zur Zombiecraft-Seite. Wähle nun den Durchschnitts-Frankie-Keim aus. Ja, der Durchschnitts-Frankie-Keim. Mhm. Pflanze diesen Keim in die Erde und gieße ihn mit Siffblut. Schon wächst er zu einem eigenen, gesunden Frankie heran. So, sind überhaupt schon Frankie-Saison? Wie lange ist die Blütenzeit? Wir werden sehen. Hoffentlich. Ja. Wähle dann die Leiche aus, die du zum Frankie machen willst. Leiche. Die sterblichen Überreste eines Menschen. Ein weiteres glückloses Opfer der harten Realität einer dystopischen Welt. Ruhe und Frieden. Okay. Nun musst du nur noch alles zusammenfügen. Et voilà. Ein neuer Zombie-Knecht entsteht. Oh. Na dann. Schön. Ja. Okay. Klar. Erinnert mich an Hotel zur Hölle. Da wurden auch Menschen eingepflanzt. Das ist ein Film? Und hey, Dark Sunny Day. Daumen hoch. Oh, danke für Zwangsverflauschen von Kazuya. Kazuya ist am 5. Monat im Kokon. Darf sie einen wichtigen privaten Gegenstand mit in den Gummizellen nehmen. Dankeschön, Kobitsch. Diese Pflanzen dann sterben. Ist das jetzt gut oder schlecht? Ich weiß nicht. Was passiert in Zukunft mit Altflauschraupen, nachdem sie die Entflauschungsmaschine passiert haben? Schauen wir mal. Ja, ist ein Film? Unfortunately. Jetzt, wo du alle Teile zusammengesetzt hast, kannst du den ganzen Frankie-Kram auf deinem Acker begraben. Lockere erst den Boden, bevor du ihn vergräbst. Wenn der Boden zu hart ist, kommt der Frankie dich raus und die ganze Arbeit ist umsonst. Danach musst du ihn unbedingt in den nächsten Tagen mit Siffblut gießen. Verstanden, mein Junge? Siffblut! Kein Wasser. Halte den Gießballer ein und dein Frankie erwacht irgendwann zum Leben und kann geerntet werden. Fertig. Ein treuer Frankie-Begleiter, der deinen Wünschen folgt.
Ich hatte nicht damit gerechnet, dass ich dafür Leichen im Boden vergraben müsste. Aber das macht man wohl normalerweise immer. Was? Was kann er denn, Frankie, wenn er aus dem Boden gekrochen ist? Rechne nicht damit, dass sie zu geistigen Höchstleistungen fähig sind. Sie verrotten schließlich. Aber einfache Aufgaben und Waffenunterstützung im Kampf schaffen sie. Einfache Aufgaben und Unterstützung. Nicht wirklich großartige Hilfe, was? Es sind nun mal Zombies. Die können ja eh nicht viel. Sobald dein Frankie gewissermaßen geboren wurde, kannst du ihn Vernon vorführen. Er scheint sehr interessiert daran zu sein. Okay. Wir pflanzen den Frankie-Keim auf dem Acker. So, Frankie-Keim pflanzen. Ziftblut verwenden. Finde Durchschnitts-Frankie. Macht mich ein bisschen. Aber nur ein bisschen macht es mich fertig. Graveyard Keeper. Stimmt, da war doch dann auch irgendwie was in die Richtung, oder? Ah, die Tomaten mal noch nicht. Holzkohle machen wir mal noch ein bisschen. Schon alleine fürs Wasser. Ich glaube nämlich, wir haben keins mehr. Nee, warte, Wasser müssen wir ja filtern. Das war hier vorne. Gar nicht so einfach alles. Da. Ja, das weiß ich noch nicht, Omi. Keine Ahnung. Das werden wir sehen. So. Gebratene Tomate reindrücken. Läuft. Morgen gießen wir wieder den Frankie. Unseren Durchschnitts-Frankie. Jetzt gehen wir schlafen. Ja. Much better. Ja, much better. Okay. Na, mein kleiner Durchschnitts-Frankie. Wer ist mein süßer kleiner Durchschnitts-Frankie? So. There we go. Er wird bestimmt total cute. Ich sehe das schon kommen. There we go. Oh, die Tomaten können wir ernten. Kam auch ein Samen raus? Nö, schade. Ja, dann brauche ich aber auch nicht vorbereiten. So. Alle lagern. 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 Eigentlich können wir doch gerade mal... Warte mal. Jo. Schmeißen mal alles rüber. Wir nehmen das Siftblut mit. Und Himmelssegen. Zum Heilen. Und natürlich essen und trinken, ne? Heißt das. Und hiervon reichen aber auch 10, würde ich sagen. So. Pack mal die hier noch weg. Noch was nu? Sortieren, sehr schön. Moin, Lotzoro. Hallöchen. Vielen lieben Dank für den Resub. Dankeschön für 54 Monate im Kokon. Danke für den anhaltenden Support. Du kriegst einen Trollkopf, glaube ich. Ich glaube, du bekommst einen glücksbringenden Trollkopf. Bin mir sicher. Oh, vor allem, wenn wir jetzt den Durchschnitts-Frankie können. Warte mal. Können wir... Moment, wo war das? Hier.
Nee. Der Verkehr, Messermacher, wo war denn das? Da, Zombiebauer, können wir. Frankie-Fan. Arche erreicht. Okay, das kommt auch erst später. Feldarbeit in Endzeiten. Das brauchen wir dann aber auch auf jeden Fall. Das muss man skillen. Kopf bringt jetzt Glück. Was ist denn das hier? Schlitten 2.0. Schlitten bauen. Was? Gib Gummi im Ödland. Zerquetsche jeden Zombie, der sich dir in den Weg stellt. Nice! Okay, man kriegt. Es gibt ja noch ein Fahrzeug. Oh, Leute. Das ist schon ein bisschen geil. Rattenfleischparadies. Maximale Energieleiste. Menge an verdorbenen Rattenfleisch auf einmal erhältst. Muss man hier noch ein bisschen skillen. Klauen. Lecker bis zum letzten Tropfen. Mehr LP. Viertel enger schnallen. Oh, meine Mahlzeit auslassen. Nice. Demo ist länger, als ich erwartet habe. Denk dran, es ist eine Demo. Ja, ich weiß. Naja, man kann halt nur, also sie haben es ja storymäßig sozusagen begrenzt, indem sie halt gesagt haben, du kannst halt nur bis zur ersten, also bis zur Hälfte des ersten Kapitels sozusagen spielen. Ne? Damit haben sie es ja begrenzt. So. Und jetzt machen wir erstmal eine ganz kurze Pause. Wir sind nämlich schon wieder bei 2,5 Stunden. Wir machen eine klitzekleine Pause. Ich gehe für kleine Flauschrauben, holt euch mal was zu trinken, steht mal auf, streckt die Beine und dann sehen wir uns in ein paar Minuten hier wieder. Und freuen uns dann darauf, dass wir höchstwahrscheinlich bald unseren Frankie ernten können. Zumindest hoffe ich das. Bis gleich. Ja. Hallo. Wieder da. Die große Katze hat gerade, die ist so niedlich, ne? Die hat gerade meine Socken, die hier im Büro lagen, die rausgeschleppt. Und dann ist es immer, ich glaube ja, sie denkt, es ist Beute. Weil die legt das dann immer so ab und dann hockt die da davor. Mau, 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 bis man sie streichelt. Und sagt, dass sie das fein gemacht hat. Das ist wirklich, das ist, es ist so schön. Danke für die VBs. So, warte, jetzt habe ich hier Maus. Nee, Maus weiß ich nicht, wie das funktioniert. Nee, wir spielen das schön mit Controller weiter. Da weiß ich wenigstens, wie das geht. Die Katze ist ja, es ist schon niedlich. Ist es. Hockenmäuse. Ja, es ist halt echt so. Killerfrader. Ist genau so, fühlt sich das an. Wow. 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 Wehe! Das sind meine! Ey! What's the matter? Ey! Wieso greift ihr mich an? Aber sonst! Take this. Kunde! Erst klaut er mir einen Kill und dann greift er mich an? Unglaublich, ey. Unglaublich. Kann ich? Leiche sammeln. Zerlegte Leiche. Lass uns direkt mal gucken, ob wir noch einen Frankie einpflanzen können. Timmy, vielen lieben Dank fürs Zwangsverflauschen von der Frala. La Frala ist damit im 8. Monat im Kokon, bekommt Zugang zum eigenen mega flauschigen Marmorfliesenbad. Ja, es sind reine Drinnenkatzen. Strauche, ja, sind es. An einem Menschen hängt, ist es noch niedlich. Danach nicht mehr so. Ja, das stimmt. Aber das hat sie noch nie gemacht, Silber, Markus. Von dem her, ja, das geht schon. Offensichtlich erkennt sie da irgendeinen Unterschied. Wie auch immer sie das macht. So, Werkbank. Dann gucken wir doch mal. Können wir noch einen... Aber wir haben noch eine Leiche, oder nicht? Nee, wir haben eine zerlegte Leiche, ne? Verstorbenen Überreste eines Menschen, der gründlich zerlegt wurde. Keine Chance, dass er als Zombie zurückkommt. Also Ruhe in Stücken.
Okay. Das geht also nicht. Nicht, wenn sie zerstückelt sind. Schade. Take this. No mercy. Who's next? Oh, guck, der ist aber nicht zerstückelt. Der ist doch noch ganz. Ja! Ja! Der ist noch ganz. Moment. Den haben wir nicht zerhackstückelt. So? Alle? Durchschnitts-Frankie-Keim. Ja, herstellen. Jo. Sehr gut. Okay, super. Den buddeln wir direkt ein. Frankie-Keim pflanzen. Flop. Mach's dir gemütlich. Oh. Droh damit. Nice. Gut. Sehr gut. Vermute ich. Boah, dann machen wir erstmal die Karte auf. Dann bin ich da drüben, war doch eigentlich, glaube ich, noch ein Typ. Die wir bisher noch nicht waren. Zombies lasse ich jetzt mal außen vor. Hier ums Eck. War der hier oder war der woanders? Ich dachte. Hier sind gerade nur. Oh Gott. Die Typen. Oh, wobei, warte mal, da ist einer dabei, der mit Dingen wirft. Sag mal, den. Vielleicht haben wir ja Glück. Und wir zerlegen den Typen nicht. Au. Ah, verdammt. Okay, den hat er kaputt gemacht. Okay. So, jetzt können wir den einsammeln. Der ist auch noch ganz. Sehr gut, der ist auch ganz. Kann man ran oder wegzoomen? Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Ich glaube nicht. Also ich wüsste zumindest nicht, dass mir das Spiel das irgendwann gesagt hätte. Nehmen wir jetzt mal einfach an, nein. Teil Schrott und Erde. Let's go. Nein. Will jetzt nicht. Muss Frankies pflanzen. Who's next? Nichts ist für das Kürbisaroma besser als so ein Zombie nebendran verbuddelt. Ja. Exakt. So, hier mal wieder ein bisschen Schlamm. Mal mit. Oh, warte, den müssen wir gießen. Damit er wachsen kann. Objekt herstellen. Durchschnitts-Frankie-Keim. Jetzt haben wir nämlich zwei verschiedene. Guck mal, wir haben den Typen. Den die irgendwie, der sieht schon, also sie sehen unterschiedlich aus, aber man muss natürlich wissen, welcher was war. Als ob ich das noch wüsste. Ich bin halt mal gespannt, wie viele man haben kann. Ob man wirklich dann so am Ende 20 von den Jungs hinter sich herrennen hat, sozusagen, weißt du? Das wäre ja. Frankie-Keim pflanzen. Einer mit. Maybe here. Ja. Ja. Also das haben sie aber gut gemacht, ne? Weil man halt nicht, du musst da nicht ständig ins Inventar und so. Das ist tatsächlich gut gemacht. Das lässt sich richtig gut so wegklickern alles. Schön. Doch, gefällt mir. So, jetzt muss ich aber wieder mal einen Schluck trinken. Erweckst du die wieder? Nein. Nein, wo denkst du hin? So, warte, jetzt müssen wir mal hier ein bisschen davon trinken, weil ich habe gerade nichts anderes.
Oh. Ja, so die Richtung, Lafrada, vermutlich. Schön die Frucht vollgebracht beim Gärtner. Ja, ist wichtig. So, Feuergrube. Machen wir mal eben noch ein paar von den Ratten hier fertig. Schön. Gut. Ja, bei den Tomaten bin ich mir halt noch nicht sicher. Und wir müssen vermutlich wieder Holzkohle herstellen, sonst haben wir kein Trinken mehr. Kein normales. Okay. Gut. Dann schlafen. Läuft. Kaffee. What to do today? Ruhe. Jan. Jetzt können wir erstmal Kürbisse ernten. Sehr schön. Ah, immerhin. Ah, ist mir hier alles fertig. Jetzt Samen aussehen. Zack. Zack. Gießen. Schön Schlamm drüber. Super. Oh, guck ihn ja an. Er ist fertig. Oh, ein Durchschnitts-Frankie. So, warte. Wo ist er? Wo ist er denn? Man weiß es nicht. Den nicht in meinem Winter. Wir werden den mal, wir zeigen den Vernon. Bin gespannt. Schauen wir mal, was passiert. So. Jetzt. Na gut. Bring it. Soll ich mal eben hier rein? Danke. Ihr macht das da schon. Ich muss mich ja nicht um jeden Scheiß kümmern. Hey, Vernon. That's over with. Hey, sieh mal an. Das ist also ein Frankie, was? Was, wie hast du es gemacht? An einem normalen Ziffer rumgebastelt? Leiche auf dem Acker vergraben, ein paar Tage lang mit Flut gegossen. Dann kroch sie wieder raus. Hm, vielleicht will sie sich so bei ihrem Schöpfer bedanken? Schön, dass sie wenigstens ein paar gute Manieren hat. Ey, du hast gesagt, du hast einen Acker? Wie wäre es dann mit Gemüseanbau? Ist praktisch, falls du Hunger bekommst. Und lässt sich leicht verkaufen. Du kannst es sogar am Lagerfeuer oder in der Küche zubereiten. Angeblich hat das viele verrückte Vorteile, also probier es doch mal aus. Ja, das machen wir sehr gerne. Zusätzlich hilfreiche Flecke. Gießt du Siffblut, kann neues, einzigartiges Gemüse entstehen. Okay. Aber wo ist denn jetzt mein Frankie? Das wissen wir nicht so richtig, oder?
Du bist ja nicht, also ich meine. Find nur ich das irritierend? Ey, brauchst du mich für irgendwas? Ah, wollte fragen, ob du einen Weg rein in die Stadt kennst. Einen, auf dem ich am besten ungesehen reinkomme. Gute Frage. Hab ein paar Ideen, aber die gibt's nicht für lau. Ah, ja. Willst mich wieder für deine Arbeit einspannen, was? Kann man den rufen oder so? Ich weiß es halt nicht. Na gut, was soll ich diesmal für dich erledigen? Du lernst schnell. Keine Sorge, ich begleite dich dieses Mal. Ich will unbedingt selbst sehen, was dein Frankie-Kumpel... Und du mit deinen Halbzombie-Kräften in einem Kampf ausrichten können. Du willst zusammen kämpfen? Claro! Dir ist sicher schon aufgefallen, dass die Stadt teilweise von Zombies überrannt wurde. Das haben wir Brandon und seinen Schlägern zu verdanken. Die haben dort einfach einen Haufen Leichen abgeladen. Die blieben natürlich nicht lange tot und terrorisieren jetzt die Gegend. Ich habe die Rückeroberung immer rausgeschoben. Aber jetzt sollten wir die Sache angehen. Für mich alleine ist es zu viel. Also hilfst du, klar? Ah, hab mich schon länger gefragt, wo ich mal wieder Zombies angehen kann. Danach verrätst du mir aber besser, wie ich in die Stadt komme. Ich halte mein Wort, Amigo. Ich bezahle dich sogar, wenn wir fertig sind. Ich gehe vor und warte auf dich. Komm nach, wenn du bereit bist. Um es dir leicht zu machen, ist es auf der Karte markiert. Gibt's eine Taste zum Frankie rufen? Kommt vielleicht jetzt. Kommt vielleicht jetzt. So, sprich mit Würnen. Hast du mal RB gedrückt? Drücke grad RB und es passiert nichts. Also RB, stimmt. RB ist ja nur markieren für den Kampf quasi. Ich denke, wir lernen gleich, wie wir ihn einsetzen. Ach, im Inventar. Oh. Ein watschelnder Knecht, der halb Zombies gehorcht. Die niedliche Blume auf seinem Kopf ist sein wichtigstes Merkmal. Oh, ist er nicht cute? Hergestellt von Raubling. Oh. Oh. Okay, wir gucken mal, ob wir... Können wir... Warte mal, jetzt müssen wir erstmal... Wir haben ja noch so ein paar... Die würde ich schon gern mitnehmen wollen. Quasi. Also, ne? Hallo. No mercy. Oh Gott, sind hier gerade viele. Was ist denn hier los? Guten Tag. Könnt ihr den, wenn ihr den tötet, bitte vorsichtig töten? Vorsichtig töten. Nicht zerhackstückeln. Nur umhauen. Ja, danke. Perfekt. Ja, das war sehr gut. Fantastisch. Vielen lieben Dank. Sehr gut. Sehr, sehr... Nein! Oh Mann. Gerade war es noch da, dann war es weg. Ein Mist. Mist. Mist verflucht. Ja. Time out. Jetzt sich hier alle Leute töten ständig. Das geht ja nicht. Oder? Gießen. There we go. Wie geht nicht? Ja. Wir sind direkt wieder gießen hier. So. Da kamen wir doch genau richtig. So. Schwupp. Genau passend wieder zu Hause. Sehr gut. Aber prüfen. Bleib mal bei mir. Die zerlegten Leichen können wir eigentlich mal weglagern. Das können wir gleich zubereiten. Das weg. Weg.
So. Durchschnitts-Frankie. Hier schnell noch ein bisschen Wasser. Ach nee, Quatsch. Holzkohle ging ja hier. So rum. Aber ich vermutlich gar nicht so viel. Naja, immerhin drei. Dieser Blick, ey. Was denn? Wenn ich mir vorstelle, ich habe dann hier so eine Armee von 100 Frankies hinter mir herrennen, finde ich das schon irgendwie ein bisschen nice. Nicht gut? Ich finde es gut. So. Ja gut. Gehen wir jetzt noch was trinken und legen uns in Schlaf hin. Zack. Trinken. 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 Sehr gut. Essen. Wie auf der Gamescom. Wow. Joker. Wow. What to do today? So, na dann schauen wir doch mal. Oh, es ist nur bereit zu ernten. Oh, guck sie an. Oh, guck. Oh. Da war sogar einer dabei, der mit Sachen wirft. Oh, das wird super. Das wird fantastisch. Auf geht's. Jetzt auch. Mit Sachen wirf ich bestimmt Raupe ab. Ich hoffe nicht. Aber passieren könnte das. Muss dann definitiv vorsichtig sein. Wenn er mit Dingen rumwirft. Gott, hier ist aber auch Action jetzt jeden Tag, ne? Meine Güte. Ja. Ach, Aqua-Cola kommt aus Mad Max. Who's next? Ah. Hey, der Tod. Moin. So. Der speichern wir jetzt nochmal. Hi. Ja. Das wäre ja schön. Zeig mal, wie ein Halbzombie schlurfenden Fleischsäcke erledigt. Eigentlich besser rein. Gut. Die gewöhnen Zombies. Ja, das können wir gleich machen, aber jetzt werden wir mal unsere Freunde rufen, oder? Boah, gucken die an. Ausrüsten. X. Festlegen. Oh Gott. Okay. Wow. Action. Ah, verdammt, kann ich mehr. Nein! Lasst meine Frankies! Sie haben all meine Frankies zerlegt. Sehe ich das richtig? Ja, ne? Haben sie. Oh Mann. Okay, ich darf keinen meiner Frankies Lead gewinnen.
Nein, 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 Spie. Nein, nein. Weird Rest ist nicht vorbei. Nein. Das war wohl der letzte. Danke für deine Hilfe, Amigo. Du hast dich besser geschlagen als erwartet. Hat dir beigebracht, so zu kämpfen. Kein Lehrmeister, Amigo. Ich muss meinen Sohn beschützen. Also habe ich mir das alles selbst beigebracht. Echt? Du hast ihn noch nie erwähnt. Habe ihn auch nie gesehen, wenn ich bei dir war. Ah, tja, Kinder sind halt immer unterwegs, machen ihr eigenes Ding. Ich halte einfach nur die Stellung, wenn man so will. Ah, wie auch immer. Ich gehe besser zurück. Komm zu mir, wenn du fertig bist. Okay. Tag, Mario. Und schon sind unsere Frankies wieder weg. Das ist ein bisschen deprimierend, ehrlich gesagt. Ja, Ratte, würdest du bitte einfach stehen bleiben jetzt? Danke. Okay. Ah. Wenn ich einfallen, an den mich der Char erinnert, an welches andere Spiel? Ich dachte, er sieht aus wie aus so einem... Kingdom Hearts? Sieht er nicht aus wie der Typ aus Kingdom Hearts? Das Kingdom Hearts? Auto? Nee. Ein Auto? Was? Was ist mit dem Auto? Hi, Oceansa. Ach, schau mir, du solltest dich vielleicht lieber unter den Silverna draußen mischen. Wow. Ganz anders aus. Nee, aber aus, also so die Richtung doch, dachte ich, oder? Oder nicht? Meintest du die Stadt, sobald du drin bist? Ich glaube, das geht nicht. Oh, das geht nicht, du. So, jetzt gucken wir hier mal. Hallöchen, was kann man denn hier kaufen? Morsches Holz, Lappen, Haarsträhnen. Alles klar. Jo, auf bald. Hat ein Auto zum Looten geblinkt, glaube ich. Ah, das könnte sein. Da sind aber nur Batterien drin dann. Achso, wir sollen uns wieder bei Vernon melden. Warte. Achso, können wir eigentlich schon wieder... Warte mal. Wir können doch bestimmt schon wieder was skillen, oder? Jo. Durstlöscher, weniger Dings verbrauchen. Axtspezialist. Jo. Sehr schön. Was ist der Unterschied von Frankies zu Zombies? Naja, dass Frankies mir gehorchen. Na, Maras, Wochenende. Nice. Alright. I'm here. Now, tell me how to get. Aber ich meinte auch nicht unseren Charakter, sondern den anderen Typen, ne? Übrigens. Also, falls es vielleicht noch. Ja. Okay, wie komme ich in die Stadt? Also, Vernon meine ich, ne? Aber ich weiß es halt auch nicht. Ja, ich sag dir, aber du musst mir erst was verraten. Warum kommen die ganzen Zombiejäger zur Arche? Hä? Wer soll ich das wissen? Ne, Braun ist dort und ich muss zu ihm. Ich hatte mal einen Partner, Jean. Kam wegen eines Solo-Auftrags vor ein paar Monaten. Er hat sich einmal gemeldet, aber dann nicht mehr. Ah ja, oder Final Fantasy. Ja, ja, ja. Irgendwo so halt aus der Richtung. Ich meine unseren? Ja, kein Dunst. Wieso lese ich das eigentlich vor? Der redet doch. Okay, war kaum noch am Leben? During his last days, the only word he kept muttering was Nebron. No Nebron. Clue what shit went down. But I'm gonna finish what my partner started. No matter what. Nebron's the reason he's 6 feet under. So I'm going to return the favor. Ah. Sounds like that makes you the Ziverprick Brandon's on the hunt for. You mentioned something about escaping. Yeah, I fucked up and tried the front gate the first time. Caught me as soon as I stepped inside. I was stupid. Managed to give them the slip, but no way am I doing that again. And seeing as this is Nebron we're talking about,
You definitely want no part in whatever he's working on. Not much. I don't care to know either. Okay, but hear me up for just a sec. You've seen the soldiers in purple armor patrolling outside the walls, right? They're part of Nebron's personal army. He's the law inside the city walls. The place is named after him, after all, the Bronze Arc. He's more than comfortable throwing his weight around. Oh, so that's why people call it the Ark. Bingo. He's some kind of benevolent messiah who created the Great Walled City in the early days of the apocalypse to give everyone who needed a safe haven a place to live. A paradise. That's the story being passed around, at least, but it's a load of bull. Paradise? More like prison. Nebron and his followers squeeze every last drop from the people living there. Next. So, Brandon must be one of his damn flunkies, then. Yep. He takes care of the outside jobs, like finding resources, recruiting gullible saps in the city, and... oh, yeah. Completely wiping the slums off the map since we're leeching off them to survive. Enough. I get it. Why the hell are you even bothering to tell me this? I've got a plan, amigo. And I wanted to ask if you'd be down to team up to help pull it off. Er hat einen Plan. Pull what off exactly? That way into the Ark I mentioned? I know a route through some old sewers. You can easily bypass the walls and pop right out the other end. Yeah, makes sense. The shit's gotta go somewhere. Just have to follow the damn stench all the way back until I'm inside the city. Exactly. There's just one tiny problem. This particular set of pipes aren't being used for efficient waste management any longer. They've been repurposed. Brandon set up shop in there and has got the place set up as his base. That way, he and his goons can slip in and out of the Ark, easy as he please. So that means, if you want to get into the Ark, you're gonna have to deal with the big lunk and the dumb fools who follow his orders first. I want to keep the slums safe. My life here with my son is great, and I'd like it to stay that way. The only way to do that is to take Brandon out. Hmm. Well, I was planning on wiping out every last one of them anyway. I'll consider it due payback for capturing me. Klar. All right. Deal. You seem like you know what you're doing, so I'm in. Oh, music to my ears. Just leave all the planning to me. I'll get the ball rolling. Whoops. Can't forget your well-earned reward for the zombie extermination earlier. Was a pleasure kicking ass with you. Let's do it again sometime. Das ist gerade ein sehr schönes Hintergrundbild, übrigens. Danke fürs Spielen! Vielen Dank, dass du Deadcraft gespielt hast. Du hast alle Missionen der Geschichte abgeschlossen, die in der Demo-Version verfügbar sind. Noch mehr zombie-apokalyptischer Wahnsinn erwartet dich in der Vollversion!